Dann bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Lindner, für die nette Einführung. Ja, ich bin jetzt etwa 11 Tage unterwegs, ne Quatsch, 9 Tage unterwegs, davon habe ich 8 Lesungen gemacht. Das ist heute die letzte Lesung, in dem Sinne, dass ich teilweise aus meinem Buch lese, teilweise kommentiere und teilweise auch plädiere. Immer in der Hoffnung, dass ich den einen oder anderen bekomme, der möglicherweise kritisch zum Ganzen steht, der noch Ängste hat, die ja teilweise auch berechtigt sind. Ja, und freue mich natürlich auch, dass hier so viele Teilnehmer erschienen sind, weil sonst wäre ich ein bisschen enttäuscht, sage ich einfach. Ich habe eine Lesung gehabt mit 10 Leuten, war ich anfangs enttäuscht, es war aber so klasse dann anschließend, dass es mir dann auch wieder unheimlich Spaß gemacht hat. Ja, gestern war ich in Bamberg, ich kenne Bayern. In Nürnberg war ich letzte Mal vor etwa 7 Jahren, da war ich noch im Vorstand von Gegen Vergessen für Demokratie. Das ist der ehemalige Gauck-Verein, er war lange Jahre da Vorsitzender, bis er dann Bundespräsident wurde. Der Verein beschäftigt sich mit der Aufbearbeitung des Nationalsozialismus und der Diktatur in der Deutschen Demokratischen Republik. Ja, deswegen bin ich hier nicht hier, aber auch wegen des Weihnachtsmarkts, da gehe ich heute Abend noch hin, wenn sie mich lassen, also so um 9:30 müsste ich los, dann bin ich mal so ein Christbäumchen kriege und Glühwein. Dieses Buch ist Kiffen und Kriminalität, sieht erstmal so wie ein Sachbuch aus, also es wird alles mögliche drin beschrieben. Auf der Rückseite steht eigentlich das, was der Tenor ist, Kiffen ist nicht kriminell. Ja, nachdem ich mein erstes Buch geschrieben hatte, das ist das Rote, was hier lag, wurde ich oft was eingeladen von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ja, weil so harter Hund, ja, ich habe mir das auch manchmal verdient. Ich bin schon heftig vorgegangen gegen rechtsradikale Übergriffe, auch mit Signalurteilen und bisweilen auch mit legendären Geschichten, wie Springerstiefelverbot und so weiter. Ich war der letzte Richter, der das Bundesverfassungsgericht im Jahre 2002 zur Legalisierung von Cannabis angerufen hat. Leider ohne Erfolg. Die wollten damals nicht ran, beschreibe ich auch in diesem Buch. Da hat es eine unselige Allianz gegeben von Spiegel, von öffentlichen Medien, von Drogenbeauftragten und auch von den Zuständigen beim Bundesverfassungsgericht. Worum geht es in diesem Buch? In diesem Buch geht es um Cannabis. Das ist klar. Es geht in diesem Buch nicht um eine Verharmlosung von Drogen. Nicht um ein locker leichtes, am Morgen ein Joint und der Tag ist sein Freund. Im Gegenteil. Es geht darum, sich der Thematik endlich vorurteilsfrei und pragmatisch zu nähern. Vorteile einer Legalisierung darzustellen, ohne die Gefahren eines Missbrauchs von Drogen allgemein zu verschweigen. Klar ist, dies ist ein Plädoyer für die Legalisierung von Cannabis. Es gibt viele gute Gründe für diese Haltung, die ich ausführlich darstellen werde. Grundsätzlich gilt, Drogenkonsum im Allgemeinen und Cannabiskonsum im Speziellen sind weniger ein juristisches als vielmehr ein gesellschaftliches und gesundheitspolitisches Problem. Deswegen sollten sie auch primär auf der gesellschaftlichen Ebene angegangen werden, bevor wir uns ihnen auf strafrechtlichem Gebiet widmen. Derzeit stehen die Vorzeichen günstig, dass sich in der Bewertung von Cannabis bald etwas ändern wird. Die Legalisierungstendenzen sind unübersehbar. Was jetzt nötig ist, ist Information. Information, um auch diejenigen zu überzeugen, die beim Wort Cannabis immer noch zusammenschrecken. Die alle Drogen in einen Topf schmeißen und in den Mythos von der Einstiegsdroge weiterfegen. Die meisten Menschen denken und handeln so, weil sie es nicht besser wissen und weil die Anti-Cannabis-Lobby sehr stark ist. Aus dieser Richtung kommen immer wieder manipulative Beiträge, die einen vernünftigen Umgang mit dem Thema Cannabis im Weg stehen und ganz sicher nicht dazu beitragen, den Konsum dieser Droge in den Griff zu bekommen. Vernunft ist jedoch das entscheidende Stichwort. Wir brauchen einen vernunftgesteuerten Umgang mit dem Thema Cannabis. Und wer die Vernunft walten lässt, kann nur zu dem Ergebnis kommen, dass eine Legalisierung in möglichst naher Zukunft unumgänglich ist.
Ja, dann habe ich überlegt, irgendwann, ich wollte kein Buch mehr schreiben. Nach dem ersten Buch, das ist ein ziemlicher Erfolg geworden. Und dann passierte Folgendes. Wenn geliebte Menschen uns verlassen, ist das immer eine Zäsur in unserem Leben. Das habe ich mehrmals selbst erlebt. So nach dem Tod meines Vaters, der als Kriegsheimkehrer seine Erinnerungen in Alkohol ertränkt hatte. Er hatte den Kampf gegen den Feind aus der Flasche irgendwann verloren, worauf ich mir schwor, nicht so zu enden. Und auch nach dem Tod meiner Mutter, die den Krebs nicht mehr standhalten konnte und mir auf dem Sterbebett das Versprechen abnahm, die Richterlaufbahn einzuschlagen. Der Tod meines Bruders nun, etwa vor 2 Jahren, nach seiner langen Karriere als Junkie, änderte meine Einstellung im Hinblick auf meine bereits beendet geglaubte Autorenlaufbahn. Ich ordnete seinen Nachlass, las mich in alte Unterlagen fest und fand unter anderem ein Urteil des Amtsgerichts Hamburg aus dem Jahre 2008. Man hatte ihn wegen 2 Gramm Cannabis am Bahnhof festgenommen. Zusätzlich warf man ihm Anklage wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt vor, weil er sich angeblich der Festnahme entziehen wollte. Jonas war zu jener Zeit bereits seit 10 Jahren im Methadonprogramm der Stadt Hamburg. Im Alter von 30 Jahren hatte er erstmals Heroin genommen und war süchtig geworden, hatte diverse Entzüge hinter sich. Er wurde also vom Staat mit Ersatzdrogen vollgepumpt und traf auf eine Justiz, die die Gelegenheit nutzte, den Junkie, den sie anscheinend verachtete, noch einen mitzugeben. Juristisch wäre es möglich gewesen, das Verfahren einzustellen, wegen des Cannabis-Fundes, wie es bei vielen Körperverletzungshandlungen gemacht wird. Hier aber nutzte die Justiz die Gelegenheit, neben der Widerstandshandlung, die keine war, er hat einfach nur herumgefuchtelt, weil er so drauf war vom Methadon, hat man ihm insgesamt eine 6-monatige Freiheitsstrafe auf Bewährung gegeben. Das hat mich seinerzeit so wütend gemacht, als ich das las, das war etwa vor 2 Jahren. Ich beschloss, ein weiteres Buch zu schreiben und wie das so ist beim Buch, fängt man an und überlegt, wie schreibt man ein Buch? Was schreibt man rein? Macht man es autobiografisch? Macht man es systematisch? Macht man es nur rein faktenmäßig? Oder schreibt man auch so, dass die Menschen, die dieses Buch lesen, wissen, dass da einer geschrieben hat, der weiß, wovon er redet. Na, ich selber bin aufgewachsen im Alkoholhaushalt. Mein Vater starb infolge seines Alkoholismus im Alter von 11 Jahren. Alles das, was man sich so vorstellt, was mit einem alkoholkranken Vater passieren kann, Choleriken, Schreien, auch Schlagen, passiert in dieser Familie. Mein Bruder, Anfang der 70er Jahre, flüchtete in die damals aufkommende Hippie-Szene. Lange Haare, tolle Lieder, freier Umgang, freier Sex waren besser. Er kiffte. Die Folge war, er wurde stigmatisiert, wie heute auch noch junge Menschen stigmatisiert werden, die nichts anderes machen, als die falsche Droge zu gebrauchen. Er wurde stigmatisiert, flog von der Schule wegen Cannabis, was heute nach wie vor an der Tagesordnung ist. Er flog von der Schule und war ein sehr gut aussehender Kerl, hatte gute Kontakte und konnte auch geschäftlich ganz gut umgehen. Er fing an, ein wenig zu verkaufen von Cannabis und seinen Eigenbedarf zu finanzieren, genauso wie es junge Menschen heute machen. Die Folge war, er wurde irgendwann 3 Jahre in ein Heim für schwer Erziehbare eingewiesen. Und dealte nunmehr von hier, nachdem er weibliche Kontakte hatte, in die Niederlande, etwa 15 Kilometer von meinem Wohnort entfernt, auch mit größeren Mengen Cannabis. Er verdiente nie viel Geld, allerdings holte er auch Kilos rüber und mit dem Ergebnis, dass er als 19-Jähriger dann für etwa 4 Jahre inhaftiert wurde. Kaputt gemacht hat ihn der Knast. Kaputt gemacht hat ihn eine Drogenpolitik, die bereits in den 70er Jahren geendet hätte sein müssen. Er brachte denn im Knast auch, machte da weiter,
Nee, machte nicht weiter. Jedenfalls kam er raus, nahm Medikamente und mit 30 ging er auf Heroin und landete schließlich im Methadonprogramm der Stadt Hamburg, weil wir ja ideologisch so sind, ja, geben wir ja nicht gegen langzeitabhängigen Heroin. Das ist an ganz bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Hätte der Staat meinem Bruder Heroin auf Krankenschein gegeben, bin ich mir sicher, er wäre 80 geworden. Stattdessen hat man ihm Methadon gegeben und ich weiß als Richter auch, wie lange man das mit Methadon durchhält. Er schaffte auch den Entzug von Methadon nicht. Ja, und ich selber? Ich bin nunmehr seit 43 Jahren Legalisierer, davon etwa seit 14 Jahren als staatlich Anerkannter. In meiner Richterszene ist es so, da ist doch der Müller aus Bernau, der ist doch immer für irgendwas gut, was nicht so normal ist. Seitdem ich das Bundesverfassungsgericht angerufen habe, weiß also jeder in der Richterszene und in der Staatsanwaltschaftsszene, das ist Richter Müller aus Bernau, ja, der tritt für Legalisierung ein. Ich habe das auch immer offen gemacht, habe diverse Talkshows, stand Journalisten zur Verfügung und habe versucht, die Welt ein wenig auf diesem Gebiet zu ändern. Und jetzt das Buch. Da habe ich wieder überlegt, wie mache ich es? Also, Legalisierer seit dem 11. Lebensjahr. Ich bekam nämlich in die Klasse auf meiner neuen Schule, mein Bruder war zuvor von einer anderen runtergeschmissen worden. In dieser Schule war ein Erdkundelehrer. Dieser Erdkundelehrer kannte meinen Bruder noch aus der anderen Schule, kam auf mich zu, 14 Tage nach dem Tod meines Vaters, sagte zu mir, du bist doch der Bruder des stadtbekannten Haschers, und schlug mir links und rechts ins Gesicht. Weinend kam ich nach Hause, meine Mutter konnte damit nichts anfangen und da war mir klar, dass Cannabis-Prohibitionisten keine Argumente brauchen. Und das ist auch heute noch so. Brauchen keine Argumente, ich komme da nachher dazu. Sie brauchen nur ein Dogma, eine Ideologie. Und dann kann man so auf diese Art und Weise verfahren. Ich lese. Ich spreche oft und gerne über das Thema Cannabis-Legalisierung. Nicht zuletzt war es mir deshalb auch ein Anliegen, bereits in meinem ersten Buch auf die konservative Sozialromantik in diesem Land einzugehen. Eine Frage, die häufig auftaucht, ist die nach meinen eigenen Cannabis-Erfahrungen. Habe ich selbst überhaupt schon einmal gekifft? Sollte mich nicht das Schicksal meines Bruders frühzeitig davon abgehalten haben? Wie stehe ich heute als arrivierter Richter dazu? Müsste ich die Frage nach meinen eigenen Erfahrungen nicht mit aller Vorsicht beantworten? So wie es der US-amerikanische Politikprofessor Kleinmann in einem Interview gemacht hat. Kleinmann, der als Vordenker einer fortschrittlichen Drogenpolitik gilt, antwortete auf die Frage nach seinen Drogenerfahrungen. Ich bin ein Kind der 60er Jahre und halte mich für einen relativ liberalen Menschen. Aber wenn man als Berater für Drogenpolitik arbeitet und gefragt wird, ob man Drogen konsumiert, hat man zwei Möglichkeiten. Entweder sagt man, ja, ich bin ein Gesetzesbrecher, bitte kommt doch vorbei, verhaftet mich und ignoriert alles, was ich sage. Oder man sagt, nein, ich habe keine Ahnung, über was ich verdammt nochmal spreche. Da beide Möglichkeiten für mich wenig vorteilhaft sind, beantwortet die Frage nicht. So Kleinmann. Die ältere Generation, zu der ich mich mittlerweile wohl auch zählen muss, hat die Pflicht, die Lehren aus den eigenen Erfahrungen vor allem auch zum Schutz der Jugend einzusetzen. Das funktioniert in allen denkbaren Bereichen. Wir können frei über unser Sexualleben berichten, über unsere Alkoholexzesse, können von dem Mist erzählen, den wir in unserer Jugend gemacht haben, von allen möglichen Fehlern, die wir gemacht haben, erzählen. Wir können Außenminister werden, obwohl wir in unserer Jugend auf Polizisten eingeschlagen haben. Joschka Fischer ist das beste Beispiel. Geht es aber um Cannabiskonsum in der Jugend, während des Studiums und auch im Erwachsenenleben, so hat sich unsere Gesellschaft eine Art Schweigegelübde auferlegt. Die meisten Erwachsenen meiden Fragen nach eigenen Cannabiserfahrungen wie die sprichwörtliche Pest. Und wenn sie antworten, dann in aller Regel möglichst ausweichend. Etwa so, dass man mal einen Joint gezogen hat.
aber niemals in Hollywood. Wie es etwa der ehemalige US-Präsident Bill Clinton zugab. Er wusste nicht, was Sex ist, er wusste nicht, was Inhalieren ist, und er wusste auch nicht, was Cannabis ist. Man sei halt jung gewesen. Über aktuellen Konsum höre ich ganz selten Menschen reden. In der Vorbereitungsphase für dieses Buch habe ich möglichst alles, was im Zusammenhang mit der aktuell aufgeflammten Legalisierungsdebatte stand, sehr genau verfolgt. So ehrlich wie Barack Obama, der öffentlich über seine Kiffervergangenheit als Mitglied einer Bande berichtete, ist kaum ein Deutscher gewesen. Hinter den Kulissen erzählen aber viele Leute oft und gerne von ihren Kiffererfahrungen. Sobald jedoch die Kameras angehen, wird nicht mehr darüber geredet. Es ist nach wie vor eine ungeheure Angst da, frei über die eigene Geschichte zu erzählen. Das habe ich in den vergangenen 9 Tagen nochmal enorm bestätigt. Ich habe unzählige Sendungen gesehen, die das Thema Cannabis zum Gegenstand hatten. Sofern Künstler und Musiker zum Thema befragt werden, gehört es fast schon zum guten Ton zuzugeben, zumindest in der Jugend regelmäßig gekifft zu haben. Politiker allerdings oder andere Personen des öffentlichen Lebens räumen bestenfalls ein, mal einen Joint gezogen zu haben, oder sie sagen gar nichts dazu. So habe ich noch keinen Politiker im Deutschen Bundestag über seine Cannabis-Erfahrung berichten gehört. Geschweige denn, dass es ihm auch noch Spaß gemacht hätte. Dieses Buch wurde vorgestellt in der Bundespressekonferenz von Anton Hofreiter, seines Zeichens Fraktionsvorsitzender der Grünen, anwesend etwa 20 Pressevertreter, ein paar Kameras. Anton Hofreiter kam an mit dem Fahrrad, passte auch, hatte immer noch so lange Haare zur Hippie-Szene der 70er Jahre. Und Anton Hofreiter stellte sich ans Mikrofon und sagte, ohne gefragt zu werden, ja, liebe Journalisten, ich habe auch gekifft. 20 Mal habe er gekifft. So etwa, um die 20 Mal. Aber dann habe er gemerkt, dass das nicht seine Droge sei. Seine Droge sei eben die bayerische, Alkohol. Ja, Alkohol, Wein, ja, hätte er nichts mit anfangen können. Ich habe gedacht, hey, Hofreiter, wieso braucht man 20 Mal, um das festzustellen, ja? Herr Hofreiter brauchte so viel. Was ich damit zum Ausdruck bringe. Alle Menschen gehen gleich hin und sagen, okay, ich war mal jung gewesen, das war ein Versehen, aus Versehen, das hat mir nichts gebracht, ja. Und Asche auf mein Haupt. Asche auf mein Haupt, ich war mal kriminell. Ich habe mal gegen die Gesetze verstanden. Nicht etwa, mir hat Spaß gemacht, gegen unsinnige Gesetze zu verstoßen. Okay, und jetzt schreibe ich dieses Buch. Wie schreibe ich denn dieses Buch? Habe ich mir überlegt, dann schreibe ich es mutig, halbmutig oder nur ein bisschen mutig. Das muss man dann herausfinden, wenn man das Buch liest. Mit 14 Jahren schaffte ich zum ersten Mal mit älteren Freunden Einlass in die Top-Disco zu bekommen. Die Inhaberin schaute nicht so genau hin, der Umsatz war ihr wichtiger. Und so stand ich auf der Tanzfläche, hörte Hoya Hieb und war stolz wie Bolle. In den folgenden Jahren wurde die Disco für mich zu einem zentralen Ort der Freizeitgestaltung. Drogentechnisch hielt ich mich allerdings zunächst an Alkohol. Als ich 15 oder 16 war, kiffte jedoch schon etwa die Hälfte meiner Freunde. Ich selbst trank nur Wein, süßen Wein, niemals Bier. Psychologisch lässt sich das im Nachhinein leicht erklären. Ich kiffte nicht, weil ich das angesichts der Geschichten meines Bruders und seines Knastaufenthaltes meiner Mutter nicht antun wollte. Und ich trank kein Bier, weil ich meinen Vater immer nur Bier hatte trinken sehen. Lange Zeit sahen die Wochenenden also so aus. Meine Freunde waren bekifft, ich war betrunken. Im Alter von 18 Jahren entschied ich mich dann doch, gelegentlich mitzukiffen. Ich wollte nicht betrunken sein, während die anderen von Cannabis lustig wurden und diesen anderen Rausch erlebten. Schließlich näherte ich mich dem Thema Cannabis doch auf der praktischen Ebene. Allerdings war das gar nicht so einfach, da ich es nicht schaffte zu inhalieren. Der Wirkstoff kam dadurch gar nicht erst in meine Lunge und ich merkte gar nicht. Und wenn ich dann immer höre von irgendwelchen Politikern, wenn die haschen, dann verändern die sich.
und dann nehmen die Drogen auf, ja, und dann sind die plötzlich high oder berauscht, dann kann man doch nur sagen, deswegen nimmt man's doch. Anton Hofreiter hat sicherlich auch 20 Mal genommen, weil er dieses Ziel erreichen wollte. Alles andere ist ja wohl irgendwie nicht mehr logisch. Okay, deswegen, also dann wird man ja high. Ja, deswegen nehmen die das ja. Wie oft habe ich das schon in Talks gehört und denke immer, ha, könnt ihr auch mal irgendwie abstrahieren. Das ist immer eine Kurzzeit, weil du in meinem Alter sagst. Bitte? Ja. Ich habe nicht verstanden. Sie verurteilen Leute in meinem Alter. Ja, wir machen nachher die Diskussion. Ich weiß, ich stehe jetzt. Deshalb halte ich schon möglichst meine Fresse. Sie haben nicht verstanden, ich bin Ihr Unterstützer. Ja. Ja, und wenn Sie das jetzt nicht verstehen, dass ich mir den Arsch für solche Leute wie Sie ausreiße und durch die Gegend fahren, ja? Haben Sie es verstanden? Nein. Gut. Sind Sie betrunken? Nein. Bekifft? Nein. Gut, okay. Ich bin mich jetzt nicht aktuell stark berauscht eingestuft. Okay. Sie meinen, weil hier ein Richter steht, ist er gegen Sie? Nein, der Meinung bin ich nicht, aber wir wollten nachher diskutieren. Okay, dann machen wir es. Yeah. Um Abhilfe zu schaffen, kaufte ich mir meine erste Schachtel Zigaretten und begann das Rauchen zu üben. Und dies, obwohl ich zuvor als Schülersprecher auf geradezu militanter Weise versucht hatte, in der Schule die Raucherecken abzuschaffen. Als ich endlich inhalieren konnte, brauchte ich allerdings noch einige Versuche, allerdings nicht 20, bis ich endlich meinen ersten Cannabisrausch erleben durfte. Für mich hieß das, ich hatte nun endlich die Möglichkeit, zwischen Alkohol und Cannabis zu wählen. Übrigens war es aus heutiger Sicht falsch, es so zu machen wie beschrieben. Ich hätte mit Haschtee oder Cannabiskeksen beginnen sollen oder pur rauchen. Dann wäre mir die lebenslängliche Abhängigkeit von Nikotin erspart geblieben. Ich schildere dann noch so auf 10 Seiten, wie das so weiterging. Ich habe ja auch teilweise Referendariat in Würzburg gemacht, ja, und habe dann morgens immer gelesen, da halbes Gramm Cannabis gefunden. Hausdurchsuchungen, Polizei, Erfolg herbeigeführt. Noch heute stehen solche Meldungen in jeder Lokalpresse. 3 Cannabispflanzen, Cannabisplantage gefunden und so weiter. Tolle Meldungen. Wenn ihr die gleichen Meldungen bringt, 95% Hauseinbrüche aufgeklärt, ja, dann wäre ich glücklich. Ich schildere jetzt eben so dann meine Zeit, nachdem ich es dann auch gepackt hatte, endlich mal kiffen zu können. Ich habe nicht regelmäßig gekifft, habe aber ab und zu gekifft, wie das heute Studenten machen. 50% tippe ich mal die Elite von morgen. Die Elite von morgen kifft. Ja, und wenn sie Pech haben, werden sie auch erwischt. Ich habe während des Studiums, der Hopfen ist. Gleichwohl ist es bis zu einem markigen Spruch wie Hopfen und Malz, Gott erhalts, noch ein langer Weg. Ich hoffe, in einigen Jahren oder Jahrzehnten wird es heißen, Hopfen, Cannabis und Malz, Gott erhalts. Wenn wir über Cannabis sprechen, reden wir über einen blütentragenden Strauch mit dem biologischen Namen Cannabis sativa. Die deutsche Bezeichnung kennen wir alle, sie lautet Hanf. Die Cannabispflanze ist zunächst mal eine ausgesprochen vielseitige Nutzpflanze. Verwertbar sind die Samen, Blätter und Blüten, die Rinderfasern in den Stängeln sowie sogenannten Schäben. Das sind die holzigen Pflanzenteile. Alle 5 Bestandteile können für unterschiedliche Zwecke verwendet werden. Aus den Fasern wird überwiegend Papier hergestellt, eine Methode, die wesentlich älter ist als die Papierherstellung aus Holz. Mit Holzschilf wird seit der Erfindung dieser Methode im Jahr 1843 gearbeitet. Die ersten nachweisbaren Papierherstellungsversuche unter Beteiligung von Hanf datieren dagegen bereits auf die Zeit um 100 vor Christi in China. Aus Blättern und Blüten erhält man Aromen und Öle, die beispielsweise für Waschmittel oder für Kosmetikprodukte verwendet werden. Die Samen dienen als Nahrungsmittel. Man kann aus ihnen beispielsweise in der Küche verwendbare Speiseöle extrahieren. Und die Droge, weswegen sie eigentlich genommen wird?
Die berauschende Wirkung von Cannabis hängt im Wesentlichen mit dem Wirkstoff THC zusammen. Die Abkürzung steht für einen chemischen Stoff. Tetrahydrocannabinol, THC, gilt fachsprachlich als psychoaktives Cannabis. Ich habe einen Sprachfehler gehabt, und obwohl ich es schon tausendmal in meinen Urteilen reingeschrieben habe, hänge ich immer an dieser Stelle. THC befindet sich ausschließlich in den weiblichen Cannabispflanzen, in den höchsten Konzentrationen, in den unbefruchteten Blütenständen sowie in den Blättern nahe dieser Blütenstände. Ja, der liebe Gott hat nicht nur dem Menschen Hopfen geschenkt, er hat ihm auch Cannabis und Hanf geschenkt. Irgendwie denke ich, bin so christlich sozialisiert, ja, da muss er sich was bei gedacht haben. Vielleicht hat er sich dabei gedacht, lieber Mensch, zeigt mal, ob ihr schlau seid oder ob ihr blöd seid. Wenn ihr blöd seid, nimmt ihr den Hopfen. Wenn ihr schlau seid, nimmt ihr den Hanf. Könnte er sich gedacht haben. Er hat ja hier auch nur den weiblichen Pflanzen irgendwas gegeben. Das ist wohl möglicherweise Ursache dafür, dass mehr Männer kiffen als Frauen. Okay, soll ja auch ein bisschen lustig sein. Das wird schon noch ernst. Es wird schon noch ernst. Marihuana sind also die Pflanzen getrocknet. Haschisch, für die, die es nicht wissen, ist das Harz, was aus den Blüten herausgepresst wird. Haschisch kann man für alles Mögliche benutzen. Man kann es rauchen mit Nikotin zusammen, man kann es pur rauchen, man kann es in Tee reinmachen, man kann daraus Plätzchen backen. Alles Mögliche. Marihuana kann man in allererster Linie rauchen, zusammen im Sinne von Joints, und das nennt man auch Gras. So, jetzt haben Sie eine kleine Begriffskunde, die meisten wussten das, ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt. Aber es gibt ja auch ein paar wenige, die hier sind, die auf irgendeine Art überzeugt werden sollen. So, und jetzt... Warum stehe ich denn als Richter hier? Ich stehe hier als Richter, weil ich bin exponiert, aber auch viele meiner Kollegen, wie auch Staatsanwälte, wie auch Polizeibeamte, keine Lust mehr haben, junge Menschen zu bestrafen, weil sie die falsche Droge nehmen. Keine Lust mehr haben, zu sehen, dass ältere Menschen mit Cannabis vielleicht ein schmerzfreieres Leben führen können. Das nicht dürfen. Die ersten Freisprüche von deutschen Strafgerichten bei Kranken, ich habe sie hier beschrieben, sind erfolgt. Aber dazu gleich. Und nun haben wir eine wunderbare Drogenbeauftragte. Ich weiß gar nicht, wieso es hier, weil ich gesagt habe, wunderbar. Frau Mortler aus Bayern. Frau Mortler hat die Aufgabe bekommen, die Drogenbeauftragte der Bundesrepublik Deutschland zu werden. Ich glaube, dass Frau Mortler sicherlich ein Ministeramt gewollt hätte. Aber das ging nicht, weil nur drei Ministerämter für die CSU da waren. Und da musste sie erstmal in die zweite Reihe und dann gibt es mal Beauftragte für alles Mögliche. Da wird aber nicht danach geguckt, ob jemand Fachmann ist, ob Fachmann, Fachfrau oder sonst was. Du machst das jetzt mal. So, anstatt... dass man Drogenbeauftragte, Präventionsbeauftragte und zwar bezüglich aller Süchte umnennt. Nein, Drogenbeauftragte. Frau Mortler. Okay, ich rede über Frau Mortler. Erklärt in Radiosendungen, wie auch ganz viele andere SPDler oder auch Menschen, die sonst der Droge skeptisch gegenüberstehen, regelmäßig, was wollt ihr eigentlich? Warum sitzen Sie hier? Kiffen ist doch eigentlich erlaubt. Konsum von Cannabis ist erlaubt, sagt unsere Drogenbeauftragte, immer wieder gehört. Das sagen Politiker von der CDU. Was wollt ihr? Warum regt ihr euch auf? Warum regt der Müller sich auf? Warum regen sich zigtausende von Menschen auf? Warum werden zigtausende verfolgt? Warum regen sich auf? Drogenkonsum, Cannabiskonsum wird nicht bestraft. Okay, stimmt das? Nein, das ist ja nicht.
Konsum ist erlaubt. Aber der Besitz nicht. Und so, und jetzt, jetzt kann er nicht die ganze ab und zu, wenn er hyperaktiv muss, immer rumrennen, ja? Eine kleine Rechtskunde nebenher, das mache ich jetzt etwa 10 Minuten, ich habe immer so wenig Zeit, aber ist egal. Ja, 10 Minuten Rechtskunde. Kiffen, Konsum ist erlaubt. Okay. Wie kifft man denn? Man kifft, indem man Besitzer hat am Cannabis. Das heißt, wenn einer alleine kifft, hat er sich schon strafbar gemacht. Wenn einer zusammen mit anderen kifft, vielleicht nicht unbedingt. Man muss es sich ja irgendwie besorgen, sich verschaffen. Alles das ist der Umgang mit Cannabis und der steht unter Strafe. Und was meint jetzt Frau Mortler? Mit Kiffen ist nicht strafbar. Das Konsumieren. Und wie macht man das? Die beiden Herren wollen mal kiffen, kennen die ja. Vielleicht nehmen wir mal welche, die noch nie gekifft haben, damit sie es für die Zukunft wissen. Haben die vielleicht noch nie gekifft? Gut, auch nicht. Scheiße. Gut, wir tun mal so, als ob sie nie gekifft hätten. Ja? Die junge Dame findet Kiffen gut, ist so eine kleine Kifferin, ja, und der sagt, er möchte auch mal mitkiffen. Ja? Also macht die junge Dame, ja, neu mal join. Dann hat sich diese junge Dame zunächst mal strafbar gemacht, weil sie im Besitz hat Cannabis. Und dann geht sie hin und sagt, ja, du willst jetzt auch mal versuchen, kannst natürlich nicht inhalieren, aber sie gibt Cannabis weiter, auch das ist strafbar. Er gibt den Joint zurück und das ist die einzige Möglichkeit nach dem Betäubungsmittelgesetz, sich nicht strafbar zu machen. Verstanden? Ja, sie haben sich nicht, aber es geht noch weiter. Okay, ja, sie haben sich nicht strafbar gemacht, damit es ja auch lustig wird. Und wie können sich meinetwegen eine Kifferrunde, ja, Sie in der ersten Reihe wollen sich alle nicht strafbar machen. So, aber irgendjemand muss sich besorgen und wenn Sie jetzt weitergeben an den Nächsten, haben Sie sich schon wieder strafbar gemacht. Also, ich habe das mal mit Markus Lanz schön dargestellt für etwa 3 Millionen Menschen, damit Sie wissen und hoffentlich hat Frau Morte auch zugeschaut, ja, Sie stellen einen Affen in die Mitte. Diesen Affen dressieren Sie auf Cannabisübergabe. Ja, dieser Affe rennt vorher durch den Wald und besorgt sich Cannabispflanzen. Der stand nämlich überall rum. Der Affe steht in der Mitte, gibt ihm den Joint, der gibt ihn dem Affen zurück. Der Affe gibt Ihnen den Joint, Sie geben den Affen zurück. Und so weiter. Und irgendwann sind alle bereit und dicht. Der Affe läuft im Wald, der Affe ist nicht strafmündig und Sie sind alle straflos. Wie kommt jetzt aber Frau Mortler dazu, sowas zu erzählen, was nämlich jugendschädlich ist? Ich gebe Rechtskundeunterricht. Ich habe Schülerlesungen gemacht, 15-, 16-Jährige. Und die erklären mir, Herr Müller, wir dürfen doch kiffen. Nein, dürft ihr nicht. Und sollt ihr auch nicht. Wenn euer Gehirn aufgewachsen ist, mit 18, ja, dann könnt ihr anfangen und leicht, und wenn ihr jeden Tag kifft, werdet ihr blöd. Nö, wir hören doch immer. In Berlin, in der Rechtsbundesschule, stehen bis zu 15 Gramm darf man haben. Wie kommt jetzt diese Mehr? Diese Mehr kommt daher, dass der Gesetzgeber gar nicht so unklug eine Norm geschaffen hat, Paragraph 31, da steht drin, bei geringen Mengen kann man von der Verfolgung absehen. Zunächst allerdings kriegen Sie, also alle die, die nicht mit dem Affen kiffen, ja, erstmal ein Ermittlungsverfahren. Dieses Ermittlungsverfahren führt dazu, dass Sie als Beschuldigter geführt werden. Das führt dazu, dass Sie in irgendwelche Karteien genommen werden. Ja? Und das führt dazu, dass viele Menschen lange Zeit Angst haben, ob das Verfahren überhaupt eingestellt wird. Und dann haben die Bundesländer unterschiedliche Richtlinien. Also in Berlin dürfen Sie mehr in der Tasche haben als in Brandenburg, in Bayern bis zu 6 Gramm. Allerdings ist es hier dann wiederum abhängig von Staatsanwaltschaft zu Staatsanwaltschaft. Was man sicher sagen kann, ist, dass Jugendliche, wenn sie mit Kiffzeug aufgefunden werden, in aller Regel auch eine Anklage bekommen. Darüber kann man streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ich meine, aber das komme ich nachher noch dazu, es ist also unterschiedlich. Denn es ist unterschiedlich, ob die Leute schon mal aufgefallen sind, ob sie möglicherweise vorher mal eine Flasche Schnaps geklaut haben oder ob sie Wiederholungstäter sind. Das Bundesverfassungsgericht hat zwar 1994 gesagt, der gelegentliche Konsum, ja, soll bei geringen Mengen nicht bestraft werden. Und es geht eben nur um den Eigenbesitz. Ja, wenn der eine den anderen kiffen lässt,
dann ist es schon wieder eine Abgabe. Und da kann auch schon wieder die Folge sein, dass sie vor den Richter gelangen. Geringe Mengen führen allerdings nicht unbedingt dazu, dass eingestellt wird. Das ist dann abhängig von der jeweiligen Staatsanwaltschaft, wie die das sehen. Und wenn heute ein böser Staatsanwalt da ist, der in seinem Leben noch nie gekifft hat, wird er vielleicht härter vorgehen als derjenige, der schon mal gekifft hat. Okay, das ist die Mär, die verbreitet wird eben auch von unserer Drogenbeauftragten Frau Mortler. Und das ist sozial schädlich, das ist jugendgefährdend. Sie ist diejenige, die die Jugend durch solche Sprüche gefährdet. Ich bin hier für den Gebrauch von Cannabis freizustellen für Erwachsene. Und nicht für Jugendliche, und ich will den Jugendlichen auch gar nicht suggerieren, dass sie regelmäßig kiffen dürfen. Das wird aber gemacht von der Prohibitionslobby. Gut, wir wissen jetzt, es ist strafbar. Noch ein paar Geschichten zur Strafbarkeit, ja. Das Cannabisgesetz, also das Betäubungsmittelgesetz bezüglich Cannabis, hat wunderbare Geschichten drauf. Ja. Gestern las ich im Internet, 80-jährige Oma, ja, mit Cannabis erwischt. Es kommt immer mehr, ja, weil die Enkel, ich schilder hier einen Fall in meinem Buch, ja. Und zwar, das Gesetz unterscheidet auch zwischen Vergeher und Verbrecher. Ab 7,5 Gramm reines THC, Gesamtsumme, ist man Verbrecher mit einer angedrohten Mindeststrafe von einem Jahr. Auf der Ebene gestellt mit Vergewaltigern, Missbrauchstätern und so weiter. Und wie kommt das zustande? Fall, ja, 19-Jährige mit ihrem 21-Jährigen, wenig Geld, gute Studenten, haben keine Lust, regelmäßig zu kaufen, also kaufen sie sich 6 Pflanzen, kleine Samen, lassen sie hochgehen und packen sie bei Oma in den Garten. Oma findet Pflanzen unheimlich toll, ja, und Oma düngt. Und Oma sieht zu, dass noch ein paar Sträucher drumherum wegkommen, damit die mehr Sonne kriegen. Und sie macht und tut und die Pflanzen gedeihen. Und was passiert? Oma macht ab und zu auch gerne mal Partys. Ja, und Partys, die laut sind. Und was passiert? Die Polizei rückt an. Haben sie zwar keinen Bock drauf, aber so kommt es zu unheimlich viel Cannabisfunden, die dann am nächsten Tag in irgendwelchen Zeitungen als Erfolgsmeldungen stehen. Oma sagt, weiß ich, was das ist. Ja, das ist Cannabis. Wir riechen das. Die Polizeibeamten müssen das mitnehmen und stellen fest, Oma hat die Pflanzen so gut gedeihen lassen, dass sie mehr als 7,5 Gramm THC geworfen haben. Also Tafel Schokolade, 100 Gramm, 15 Anteile reines Kakao. Und genauso ist das mit dem Suchtstoff THC. Oma hat dafür gesorgt. Das ist der einzige Fall im deutschen Strafrecht, wo die Pflanze letztlich darüber entscheidet, ob jemand Verbrecher oder Vergeher ist. Ob jemand als lebenslang vorbestraft gilt oder nicht. Deswegen der Tipp, immer schön kontrollieren, ja, und nicht zu hoch wachsen lassen, dann kann man möglicherweise noch günstig davonkommen. Ja, also im Grunde genommen ist alles strafbar, selbst das Kiffen in Holland ist strafbar. Ja, wenn eine 21-Jährige mit ihrer 17-jährigen Freundin kifft und das abgibt und nicht den Affen zu Rate zieht, dann wird sie gleichfalls als Verbrecherin behandelt. Eine Mutter, die nach Holland fährt, um ihrer magersüchtigen Tochter, die 17,5 ist, ja, mal vielleicht das Kiffen beizubringen, weil es eventuell gut sein könnte und kein Arzt sich darüber Gedanken macht, ob das für sie gut sein könnte mit ihr das in Holland macht, macht sie nach deutschem Strafrecht mit einer Mindeststrafe von einem Jahr strafbar. Solche Fälle gibt's, ja. Das sind nicht sehr viele, aber ein paar hundert. Hat man jährlich auf dieser Ebene, die so abstrus sind, wie es nicht abstruser geht. Ich schilder das hier weiter. Aber jetzt haben wir die Affengeschichte, und weswegen ich mich ganz besonders aufrege und in den letzten 9 Tagen wiederholt auch angesprochen wurde. Und die tun mir so leid, die Menschen. Das sind Menschen, die mittlerweile auf anderer Ebene bestraft werden. Da wird zwar das Verfahren eingestellt, und sie werden strafrechtlich nicht mit einer Geldstrafe versehen. Aber, und wir kommen wieder, ich gehe nochmal einmal zu Ihnen, ja. Sie haben jetzt straflos gekifft und Sie finden das so gut, ja, dass Sie jetzt jede Woche mit Ihrer Freundin straflos kiffen wollen. Und jetzt kommt die Polizei und sagt,
Wir haben gehört, Sie kiffen straflos. Dann sagen Sie, ja, ich finde Kiffen ab und zu mal ganz gut. Das macht mir Spaß. Oh, das schreibt die Polizei auf. Und wohin schickt das die Polizei? An die Straßenverkehrsbehörde. Die werden zwar nicht bestraft, man nimmt ihnen möglicherweise aber die Existenz, wenn sie Lkw-Fahrer sind oder sie sind Taxifahrer oder sie sind sonst irgendwas. Das ist Strafrecht auf anderer Ebene und das wird immer mehr, kommt immer mehr durch. Da werden Menschen dazu angehalten, möglichst nicht zu kiffen. Und junge Menschen sind manchmal so granatenblöd. Ja? So, während sie ohne weiteres 6 Flaschen Schnaps in ihrem Auto transportieren dürfen, werden angehalten, haben keinen Alkohol im Blut. Passiert gar nichts. Und wenn sie das jeden Tag machen, ja, passiert gar nichts. Werden sie aber mit 1 Gramm Cannabis erwischt im Auto und bei vielen Open-Air-Festivalen oder Hip-Hop-Festivalen oder Techno-Festivalen steht die Polizei und kontrolliert. Ja? Und finden sie nur 1 Gramm, bedeutet das, oh, du bist ja möglicherweise untauglich am Straßenverkehr. Und wenn dann die jungen Leute noch sagen, was wollen sie eigentlich? Ja, kiffen ist doch nicht strafbar. Und wir kiffen ab und zu und gelegentlich. Das dürfen wir doch, hat Frau Mortler gesagt. Ja? Dann wird das an die Straßenverkehrsbehörde geschickt und die jungen Leute werden behandelt wie Alkoholstraftäter. Um Ihnen das deutlich zu machen, lese ich. Wer mit Alkohol akut fährt, betrunken ist, dann nehme ich gerne den Führerschein ab. Wer unter aktuellem Konsum von Cannabis fährt, dem nehme ich den Führerschein ab und habe keine Probleme damit. Aber bei Cannabis ist es so, dass wir ganz, ganz geringe Mengen haben, und zwar 1,0 Nanogramm. Das ist ganz, ganz wenig, da reicht es aus, wenn Sie möglicherweise abends vorher gekifft haben und dann landen Sie schon im Ordnungswidrigkeitsbereich. Und dann noch sagen, ich kiff gelegentlich. Dann haben Sie garantiert den Führerschein weg. Also Lügen ist immer noch besser. Ja? Lügen hat jedenfalls dann die Folge, dass Sie nicht unbedingt den Führerschein wegbekommen. Sie sagen, ich habe es mal versucht. Meine Freundin ist mir gerade weggelaufen, ich war depressiv und ich habe bei Richter Müller gelesen, das kann für Depressive helfen. Ja, okay. Ein THC-Wert von 1,0 Nanogramm pro Milliliter im Blut festgestellt. In der Schweiz dürfen Sie mit dem 10-fachen Taxi fahren und auch Schulbusse. In Amerika auch. Kann die Behörde den Führerschein direkt entziehen? Wie erst es kürzlich das Bundesverwaltungsgericht entschieden hat. Verglichen mit dem Alkoholbeispiel bedeutet das ab 0,5 Gramm Führerschein weg. Ist aber nicht so. Da kriegen Sie ein Fahrverbot von 1 Monat, aber keinen dauerhaften hinzu. Was man sich klar machen muss, sind zum einen die Fortschritte der letzten Jahre bei der Entwicklung von toxikologischen Messverfahren und die Tatsache, dass es für die Polizei in Deutschland spezielles Schulungsprogramm gibt, mit dem den Polizisten beigebracht wird, wie unter Einfluss anderer Drogen als Alkohol stehende Autofahrer zu erkennen sind. Dieses Programm gibt es, weil man geschlossen, da gibt, jetzt bin ich raus, dieses Programm gibt es, weil man festgestellt hat, dass es im Gegensatz zu den allen bekannten Ausfallerscheinungen von Alkoholfahrten, Schlangenlinien, rot über die Ampel und so weiter, zunächst nicht zu auffälligen Verhaltensweisen kommt. Cannabis-Leute fahren vorsichtiger. Daraus hat man geschlossen, eine Reihe von Merkmalen zu etablieren, anhand derer sich angeblich herausfinden lässt, ob ein Fahrer bekifft sein könnte. Das klingt zunächst mal gar nicht so unsinnig. Bei näherer Betrachtung können einem da jedoch Zweifel kommen. Im Schulungsprogramm der Polizei klingt das nämlich dann beispielsweise so. Häufig befinden sich die Fahrzeuge von Drogenabhängigen, also jeder, der mal Drogen nimmt, ist gleich abhängig, in sehr schlechten Pflegezustand. Beispiele. Fehlerhafte Beleuchtung, lautes Auspuffgeräusch, sehr ungepflegter Allgemeinzustand, Beulen an Kotflügeln, Front- und Heckstoffänger, unreparierte Unfallschäden etc.
Allgemein kann festgestellt werden, dass sich aus dem Fahrzeugzustand eine Analogie zur Lebensphilosophie des Fahrers herleiten. Schlechter Fahrzeugzustand, Kiffer, guter Fahrzeugzustand, Alkoholiker. So einfach ist die Theorie der Polizei. Zweideutige oder auch eindeutige Bemalung, Beschriftung oder Aufkleber, ja, zum Beispiel die geleistet oder keine Nacht ohne Drogen etc. lassen unter Umständen bereits auf Lebenswandel und Einstellung schließen. Hier wird Einstellung bestraft, Einstellung kontrolliert. Wir hatten früher das Glück, als ich klein war, ja, da durften wir noch legalized dran schreiben. Da gab es eben diese toxikologischen Messverfahren gar nicht. Da konnten wir irgendwie noch Werbung machen. Heute nicht mal in Autos. Ich kann das machen, ohne Worte. Ja, mir passiert nichts, weil ich sauber bin. Okay, aber viele sind es nicht. Das sind die Folgen im Straßenverkehr. Und jetzt gibt es weitere Folgen, die so langsam aber sicher immer mehr durchsingen. Das sind Leute, die eben in Berufen sind, wo sie Lehrlinge ausbilden, wo sie Jugendliche ausbilden, Erzieher ausbilden. Ich schilder hier Fälle einer Musiklehrerin, die wurde mit 3 Gramm Cannabis erwischt. Und in Bayern einer Lehrerin, die dann ihren Job verlieren können und teilweise auch verlieren, weil sie mit Cannabis erwischt wurden, weil nämlich mittlerweile ein erweitertes Führungszeugnis da ist. Es war gedacht, um Sexualstraftäter vor Kindern fernzuhalten. Da steht aber jede Verurteilung drin. Anwälte wissen das nicht jetzt mit diesem Buch. Mittlerweile wissen sie es, ja, dass das Akzeptieren eines Strafbefehls auch unterhalb von 6 Gramm oder nur mit 1 Gramm hochgefährliche Folgen haben kann für Menschen in erzieherischen Berufen. Auch bei Krankenschwestern oder Ausbildern, unter anderem auch bei Jugendrichtern, glaube ich jedenfalls. Ich habe es noch nicht ausprobiert, wie Sie wissen. Okay, das sind Begleitumstände weiter. So, und warum rede ich mich so auf? Ich habe etwa noch 15 Minuten, die muss ich haben, ja? Darf ich, ja? Gut. Warum rege ich mich eigentlich so auf? Ich rege mich auf, weil wir haben seitens der Prohibitionsbewegung letztendlich 3 Argumente, die noch halbwegs, kann man auch nicht mehr, wir haben 3 Argumente. Erstes Argument, Einstiegsdroge. Ich habe dem ein Kapitel gewidmet, die mehr von der Einstiegsdroge. Das vertritt weltweit kein Wissenschaftler mehr. Das Bundesverfassungsgericht hat 1994 festgestellt, dass es wissenschaftlich nicht vertreten wird. Das ist auch so, dass bei einer ganz normalen mathematischen Rechnung das gar nicht sein kann. Einstiegsdroge bei meinem Bruder war der Knast. Einstiegsdroge war der Alkohol. Einstiegsdroge war das Leben. Und wenn wir einfach mal rechnen, wie viele Heroinkranke wir haben, ja, dann sind das vielleicht 50.000, 60.000. Dagegen haben aber im Laufe der Zeit 1/3 der Gesellschaft Cannabis probiert, mehrfach probiert oder auch häufiger probiert. Und wenn man hier noch von Einstiegsdroge spricht, dann ist das schlichtweg einfach Dogmatik, dann ist das Ideologie und es wird wieder besseren Wissens von Seiten Prohibitionisten gebracht. Das ärgert mich und bringt mich jedes Mal zum Zittern. Natürlich haben alle Heroinabhängigen auch mal Cannabis genommen. Natürlich haben sie allerdings zuvor auch Alkohol genommen. Natürlich haben sie auch zuvor Muttermilch getrunken. Und natürlich haben sie zuvor auch Kakao gegessen. Und warum isst man Kakao? Weil es einem schmeckt. Okay, aufgeregt, abgeregt. Erstes Argument. Einstiegsdroge, wir können ja nachher noch zu kommen. Immer wieder. Mittlerweile sind sie aber ein bisschen schlauer geworden. Und sie sagen, ja, Einstiegsdroge, ja, das ist nicht so gesichert und jetzt, weil sie immer einen drüber kriegen. Frau Mortler geht nicht mit mir in eine Talkshow. Die wurde mehrfach angefragt. Ja, auch andere Personen nicht. Diese Einstiegsdrogentheorie, die wissen schon warum. Weil sie das mathematisch schon gar nicht mehr begründen können. Und jetzt kommt es aber gleich wohl. Und als nächstes kommt ja Psychosen, die Psychosennummer. Einstiegsdrogentheorie und Psychosennummer. Psychosennummer basiert auf Erkenntnisse von Professor Thomasius, den ich 2002 als allererstes in meiner
in meinem Gericht hatte, ja, als Sachverständigen für die Bundesregierung. Tomasus erklärt, ja, das führt zu Psychosen. Dann sage ich dazu und auch die ganzen anderen, die ihn kritisch beäugen, er ist in einer absoluten Minderheit, sage ich dazu, ja, es kann vielleicht zu Psychosen führen. Wir wissen das aber nicht. Kein Mensch weiß das, ob das zunächst die Henne gab oder das Ei. Und dann, schauen wir mal in den alternativen Suchtbericht, ja, wenn man es hochrechnet, betrifft es von 4.000 Personen eventuell ein und das nur im jugendlichen Bereich. Und ich glaube, und ich habe viele auch bei mir im Gerichtssaal gehabt in den vergangenen Jahren, in den vergangenen 20 Jahren, die tatsächlich Psychosen hatte. Aber ich glaube, dass die schon vorher psychisch krank waren und dann sich selbst medikamentiert haben. Gleichwohl, gesetzt den Fall, Tomasius und auch die anderen, wie Frau Mortler, hätten recht, dann wäre es besser gewesen, wenn ich frühzeitig als Jugendrichter wie auch Eltern mit diesen Kindern besser hätten reden können. Dann hätte man nämlich sehen können, warum benutzen die Cannabis? Müssen die nicht zum Arzt geschickt werden, um sie möglicherweise auf ein anderes Medikament umzustellen oder begleitet oder. Ich hätte jedenfalls, da bin ich mir sicher, viele von meinen Jungs frühzeitiger erkennen können, wenn die mir gesagt hätten, Herr Müller, ja, ich kiffe jeden Tag von morgens bis abends, warum machst du das ja, weil ich sonst irgendwie mein Kopf völlig behindert ist. Ja, dann hätte ich was machen können. Jugendschützend ist der ehrliche Umgang. Jugendschützend ist der klare, ohne Strafgesetzbuch versehene Umgang und jugendschützend ist auch, ja, wenn man mit ihnen reden kann. Ich bin jetzt froh im Moment. Ich kann mit meinen Jugendlichen jetzt über eigene Kiffererfahrungen reden. Die glauben mir eher. Bin für die glaubwürdiger geworden. Ja, bin für die tatsächlich glaubwürdiger geworden und die erzählen mir dann auch, nicht im Gerichtssaal, dürfen die nach wie vor nicht, aber die erzählen mir dann auf der Straße zumindest. Und dann kann ich gucken, ja, und kann die irgendwo hinschicken. Und so wünsche ich mir dann das auch nach einer Legalisierung, allerdings nicht mit Strafgesetz. Wir haben die Psychosennummer, die Einstiegsnummer und jetzt den Jugendschutz. Auch der Jugendschutz, den habe ich gerade dargestellt, klappt nicht. So, dann habe ich ausgerechnet, als ich das Buch geschrieben habe, wir haben tatsächlich, und davon gehe ich aus, etwa 30.000 bis 40.000 problembehaftete junge Menschen, die regelmäßig Cannabis nehmen und zwar auch zu viel. Die haben wir aber trotz des bestehenden Gesetzes. Dafür werden aber über die Jahre Millionen von Menschen kriminalisiert. Und sie kiffen, so wie wir in Kopenhagen, obwohl die Eltern gesagt haben. Ja, aber sie kiffen heimlich. Und da wäre es mir lieber, wenn die genau sagen, das und das mache ich, ich trinke. Jeder als Kind erzählt, ich habe am Wochenende gesoffen. Ja, oder man sieht es auf den Schützenfesten. Ich will keinen Menschen Alkohol verbieten. Da sieht man, wie die Kinder, die 17-, 16-Jährigen völlig betrunken in der Ecke sitzen. Das nimmt man hin. Ja, aber ich will auch wissen, wenn die kiffen. Und das ist eigentlich das letzte Argument, was die Prohibitionisten haben. Und jetzt geht's weiter. Und jetzt schaut man, eigentlich sollte dieses Buch mal heißen, das hatte mehrere Titel, die Opfer der Cannabiskriminalisierung. Die Opfer, an die Opfer denkt keiner. Gibt es Opfer der Cannabiskriminalisierung, außer die, die ich bereits dargestellt habe, nämlich etwa 3,5 Millionen Menschen, die gelegentlich in der Bundesrepublik mal kiffen, die Studenten, ja, die auf ihren Kammern sitzen und kiffen, die Menschen, junge Menschen, die keinem was getan haben, die gelegentlich zu Hause kiffen, das sind Opfer, weil sie alle Angst haben. Angst haben davor, dass sie irgendwie doch erwischt werden, dass man ihnen den Führerschein nimmt, dass man ihnen den Beruf nimmt. Das sind Opfer. Und jetzt lese ich noch. Die Opfer einer fehlgeschlagenen Drogenpolitik. Ich habe hier vorher Frau Mortler mal Nachhilfe gegeben, Seite 101. Im Bundesdrogenbericht sind noch nicht mal die richtigen Paragraphen zu Cannabis aus. Ich könnte das hier lesen, aber es ist so, lesen Sie es nach, ja. Nach einer dieser kleinen juristischen Nachhilfe für Frau Mortler, zurück zur Frage nach den Opfern von Cannabiskonsum und Verbot. Wenn ich von Opfern spreche, meine ich damit nicht nur diejenigen, die in gesundheitsspezifischen Statistiken geführt werden. Es sitzen übrigens 2.300 junge Menschen oder auch ältere Menschen in deutschen Kliniken, davon etwa
etwa über 1000 in der Hamburger Eppendorf-Klinik von Professor Thomas. Und die haben darüber hinaus alle Mischkonsum. Das heißt, sie nehmen alles. Und wenn die Cannabis nicht hätten, dann würden die noch weit schlimmere Drogen nehmen. Cannabis, jetzt muss man mal einen umgekehrten Fall nehmen. Wir denken uns mal Cannabis weg. Wir hätten von Gott diese Pflanze nicht gekriegt. Was würden junge Menschen machen? Sie gehen dann, um den Rausch zu erleben, gleich auf härtere Drogen. Sie hätten ja gar nicht mehr diese milde Droge. Auch das ist Folge der Cannabiskriminalisierung. Ich lese weiter. 2300 Leute und nicht 800.000 problembehaftete Menschen, wie Frau Mortler es darstellt. 800.000, das müssten, hier müssten Tausende von Menschen bekifft durch Nürnberg laufen und in jeder Ecke irgendwelche sitzen. So wird es dargestellt. Ich meine vor allem die Opfer einer fehlgeleiteten Person, die ein problematisches Suchtverhalten, ich bin falsch, stopp. Ihre Cannabiskarrieren haben oft nicht zuletzt deshalb dramatische Formen angenommen, weil sie bereits als kleine Kiffer kriminalisiert wurden. Sie sind gezwungen, ihren Umgang mit Cannabis oft sicher unter Gewissensbissen geheim zu halten. Die Hemmschwelle, sich bei Anbahnungen und gar manifesten Problemen Hilfe zu suchen, ist enorm hoch. Das Schweigen über Cannabiserfahrung von Erwachsenen in unserer Gesellschaft führt genau hierzu. Allein das Eingeständnis von Beschaffung und Konsum einer verbotenen Substanz drückt die zumeist jungen Menschen schon in die Nähe von Verbrechern. Etliche dieser Personen werden bei einer Legalität von Cannabis und damit der ausbleibenden Kriminalisierung gar nicht erst so weit abgerutscht. Das ist meine feste Überzeugung und ich gehe von Zehntausenden dieser Opfer der Prohibition mit handfesten Suchtproblemen und Drogenkarrieren seit Anfang der 70er Jahre aus. Opfer sind auch all die Menschen, die in den langen Jahren der Prohibition und dem entsprechenden Strafrecht über den Konsum weniger Gramm der harmlosen Droge strafverfolgt wurden. Hier sind Millionen von Kriminellen geschaffen worden, die keine sind. Dabei zerstören nicht erst Haftstrafen, die bei Gelegenheitskonsumenten kaum verhängt werden, berufliche Ambitionen und private Beziehungen, sondern vor allem die reflexartig einsetzende gesellschaftliche Ausgrenzung. Diejenigen, die mit Haft bestraft werden, trifft es umso mehr härter. Es ist kaum ein schlimmeres Stigma vorstellbar, als wenn jemand Zeit seines Lebens zugeben muss, im Gefängnis gesessen zu haben. Hochgerechnet, diese Zahl sollte sich Frau Mortler auch mal vor Augen führen. Die habe ich nämlich selber ausgerechnet und die gab es bis dato nicht. Hochgerechnet seit der beginnenden Hippie-Zeit der 70er Jahre, als die Studenten und die Hippies das Kiffen entdeckten, dürften allein in der Bundesrepublik Deutschland weit über eine 500.000 Haftstrafen ohne Bewährung verhängt worden sein. Wie bei meinem Bruder. Neben den Verurteilten sind natürlich auch die Familie der Kriminellen betroffen. Alle müssen mit dem Makel leben, einen Verbrecher in der Familie zu haben, einen Junkie, einen drogensüchtigen Kriminellen. Ich kenne diverse Familien, die durch solche Stigmatisierung einer harten Belastungsprobe unterzogen wurden und auch meine eigene Familie ist durch die Cannabis-Prohibition zerstört worden. Wie viele Menschen haben Angst, wenn sie hören, ihr Kind hat mal gekifft? Immer wieder. Die haben Angst, dass die Kinder sofort in der Gosse landen, obwohl sie regelmäßig die Schule besuchen, gute Noten herbeiführen, sozial überhaupt nicht geschädigt werden. Die Eltern regen sich nicht auf, wenn ihr Kind regelmäßig säuft. Aber wie oft habe ich diese Fragen? Wie viel Angst wird da in dieser Gesellschaft geschaffen? Und zwar unnötige Angst. Ja, wenn ein Kind mal ab und zu kifft und sonst nicht auffällig ist, ja, wo ist das großartige Problem? Gleichwohl Abgabe erst ab 18, aber vorher nicht sofort wahnsinnig werden. Das werden nach wie vor viele Eltern, die Angst haben und wochenlang nicht schlafen können, weil sie jetzt nicht wissen, ob ihr Kind in der Gosse landet. Opfer, das sind Opfer. Ein paar Opfer noch gesagt. Im Drogenbericht des letzten Jahres steht so einfach so, mal eben, 25 Drogentote. Und wo, in welchem Bereich? Legal Heights.
legale High. Man will High werden. Ja, Menschen neigen nun mal dazu, High zu werden auf die eine oder andere Art. Wer trinkt gerne Wein? Warum? Warum nicht Apfelsaft, verdammte Kacke? Ja, okay. Ja, wer trinkt gerne Bier? Warum muss es das fünfte sein? Ja, so viel Durst hat man gar nicht. Warum macht man das? Man will ein bisschen High im Kopf. Legal High. Legale High. Internet, da kriegen Sie jeden Scheiß heutzutage. Und Sie kriegen Scheiß. 25 Tote aufgrund von Legal Highs. Weil da kommt das Betäubungsmittelgesetz gar nicht nach, weil die immer wieder chemische andere Strukturen sind. Das sind aber Opfer der Cannabiskriminalisierung, während Cannabis weltweit nicht einen einzigen Toten zu verzeichnen. Weltweit nicht. Legal Highs. Nehmen die jungen Menschen, weil sie legal nehmen, ja, und gleichfalls ein High erleben wollen. Gestern Abend war irgendwie eine 19-Jährige da bei einer Lesung, die sagte dann anschließend zu mir heimlich, ja, ein Freund von dir habe Legal Highs genommen, weil völlig daneben gewesen, krankenhausreif, über die Polizei gekommen, das dürfen die gar nicht machen, dann hätten gesagt, beim nächsten Mal nehmen doch bitte, soll er doch bitte ordentliches Cannabis nehmen. Das wissen wir. Aber das ist ein Begleitumstand der Cannabiskriminalisierung, nehmen wir aber einfach so hin. Und jetzt lese ich noch meine Lieblingsdrei Seiten, das ist eine Zusammenfassung, und dann stehe ich Ihnen für Kritik hoffentlich auch zur Verfügung, wie ich mir die Welt so vorstelle. Ich habe ein Thema ganz bewusst noch nicht angesprochen, das Krankheitsthema. Das machen wir gleich nachher in der Diskussion. Es gibt nämlich noch weitere Hunderttausende von Opfern. Ich glaube auch, dass einige hier sitzen. Menschen, die krank sind, aber nicht Cannabis nehmen dürfen. Ich lese aber zunächst meine drei letzten Seiten. Wenn wir derzeit über die Legalisierung sprechen, kommen vor allem aus den Reihen der CDU und von Seiten der Drogenbeauftragten reflexartig Warnrufe. Je weitreichender die Legalisierung, desto falscher das Signal an die Gesellschaft. Die Behauptung, die dahinter steht, wenn Cannabis legal ist, kiffen ja plötzlich alle. Das trinken in Deutschland, obwohl man hier saufen darf, wie wahnsinnig. Ich schätze mal etwa 10 Millionen Menschen keinen Alkohol. Ganz abgesehen davon, dass es wesentlich gesünder wäre, wenn alle kifften, anstatt Alkohol zu trinken, reicht ein Blick in die Vergangenheit und einer über die deutsche Grenze, um diese Behauptung zu entkräften. Auch kurzer Kommentar. Wenn man Mathematiker ist, dann müsste man doch grundsätzlich dafür sein, den Alkohol abzuschaffen und stattdessen die Leute zu verpflichten, Cannabis zu nehmen. Mit einem Schlag, wenn der Kaiser das so machen würde, hätten wir im nächsten Jahr 70.000 Tote weniger. So einfach. Als das Bundesverfassungsgericht 1994 entschied, dass der Staat nicht mehr übermäßig gegen Konsumenten vorgehen dürfe, und die Grenzwerte für geringe Mengen anzugleichen seien, titelten die großen Zeitungen, Kiffen jetzt erlaubt. Das war zwar falsch, aber hatte zur Folge, dass Kiffer sich zu Veranstaltungen trafen und in Unkenntnis der tatsächlichen Rechtslage Kiffpartys veranstalten. Man hätte also erwarten können, dass durch diese tatsächliche Liberalisierung, deren weitreichenden Fehlinterpretation, die Menschen plötzlich ungehemmt bis zur Geringfügigkeitsgrenze einkaufen, konsumieren und die Droge sich in der Folge extrem ausdehnt. In Wirklichkeit ist das nicht passiert. Die Zahlen waren nach 1994 nicht signifikant abweichend von den Vorjahren. Das ist der Blick in die Vergangenheit. Der Blick über die Grenze geht noch einmal in die nahegelegenen Niederlande. Mein Bruder wäre, wenn er 15 Kilometer weiter gewohnt hätte, nicht in den Knast gegangen. Dort führt man im Grunde genommen seit rund 40 Jahren ein riesiges Experiment mit fast 17 Millionen Menschen durch, indem man ihnen weitgehend erlaubt hat, Cannabis frei zu nutzen. Wer mir heute noch kommt, wir brauchen neue Studien, ja? Und noch mit 50 Probanden und mit 100 Probanden, der muss einfach mal sehen, dass wir 17 Millionen Probanden, das kann kein Staat dieser Welt bezahlen. Im Ergebnis dieses Experiments ist bisher weder das ganze Land in den Fluten der Nordsee versunken,
noch hat die Duldungspolitik zu einem wesentlichen Zuwachs an Konsumenten geführt. Die Zahl der kiffenden Jugendlichen ist sogar seit Jahren rückläufig. Und die Jugendlichen fangen, wenn sie kiffen, dort wesentlich später an als in Deutschland. Gute Präventionsarbeit. Die Niederlande sind ein vergleichsweise wohlhabendes Land. Sie haben eine der geringsten Quoten an Insassen von Strafvollzugsanstalten. Und die Einnahmen, die der niederländische Staat durch die Besteuerung von Cannabis generiert, kommen unter anderem der Prävention sowie der Therapie derjenigen, die tatsächlich Probleme mit Cannabis haben, zugute. Allein diese zwei Beispiele legen nahe, nicht gleich das Schlimmste zu befürchten. Was sicher passieren wird, ist Folgendes. Viele Menschen, die bisher schon cannabisaffin waren und gelegentlich heimlich gekifft haben, werden die neue Freiheit nutzen und auf Partys mit einem Joint statt einem Bier oder Schnaps in der Theke stehen. Auch werden viele, die bisher Angst vor der Kriminalisierung hatten, es probieren. Sie werden mal in einem Joint ziehen und werden merken, dass erst einmal gar nichts passiert. Anschließend werden die meisten es wieder lassen, da sie merken, dass Cannabis nichts für sie ist. Im Klartext. Nachdem anfangs wohl tatsächlich mehr gekifft werden wird, wird sich die Situation recht schnell auf ein normales, sprich das vorhergehende, Maß reduzieren. Aber selbst wenn es ein bisschen hochgehen würde, immer noch besser als Alkohol. Manche werden kiffen, manche werden trinken, manche konsumieren gar nichts, wie bisher auch. Die deutsche Gesellschaft wird damit eine ihrer großen, langjährigen Diskussionen zu Ende geführt haben und kann sich wichtigeren Dingen zuwenden. In Polizei und Justiz werden jährlich mindestens 150.000 Ermittlungsverfahren wegfallen und Kräfte für wichtigere Dinge freisetzen. Millionen von Menschen bekommen in einem immer stärker durchregulierten Staat ein kleines Stück Freiheit zurück, nämlich die Freiheit, sich anhand eines weiteren recht harmlosen Mittels aussuchen zu können, womit sie sich ab und zu berauschen möchten. Millionen von Eltern bekommen die Möglichkeit, gezielter mit ihren Kindern sprechen zu können, bessere Fragen stellen und bessere Antworten bekommen zu können. Wenn Cannabis im Spiel ist, haben sie selbst gekifft oder kiffen sie noch, können sie sehr viel freier über ihr eigenes Konsumverhalten sprechen, so wie es in der Regel auch bei Alkohol geschieht. Millionen von Menschen bekommen die Möglichkeit, ihre Krankheit durch den Eigenabbau von Cannabis zu mildern, ohne auf chemische Präparate mit etlichen Nebenwirkungen angewiesen zu sein. Jeder könnte selbst herausfinden, ob ihm diese Variante der Selbsttherapie hilft oder nicht. Auch hier, Freiheit und Wahlmöglichkeiten. Legalisierung bedeutet ja nicht, dass Menschen gezwungen werden zu kiffen. Der deutsche Staat würde in vielerlei Hinsicht profitieren. Nicht nur, dass entspanntere Bürger auch glücklichere Bürger sind. Die Steuereinnahmen sind ein nicht zu verachtender Posten. Etwa 6 Milliarden Euro gehen jedes Jahr den Bach runter, landen in irgendwelchen Kassen. Nicht mehr. Während die Steuereinnahmen stiegen, könnten gleichzeitig die Belastung für die Sozialsysteme sinken, indem weniger teure Medikamente verschrieben von den Krankenkassen bezahlt werden. Die naheliegende Vermutung, dass die Pharmaindustrie bzw. deren Lobbyisten hier gegensteuern, teile ich nicht. Das ist eine Mär der Legalisierer. Die Chemieindustrie ist nicht schuld. Ich führe das nachher aus. Was also ganz sicher nicht passieren wird, ist der von Teilen der deutschen Politik und der Prohibitionslobby befürchtete Weltuntergang. Die Angst vor einer massenhaften Ausbreitung der Droge Cannabis ist schlicht irrational. Die Ausbreitung, die es bisher gab, ist trotz der Prohibitionspolitik passiert. Und selbst wenn es zu einem leichten Anstieg kommt, haben wir damit lediglich den Anstieg einer Droge, die nach der Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation auf Platz 11 der gefährlichsten Gifte steht. Weit hinter den legalen Suchtmitteln Alkohol und Nikotin. An dieser Stelle liegt ein schönes Zitat von Barack Obama nahe, das er Anfang 2014 gegenüber dem Magazin The New Yorker formulierte. Ich glaube nicht, dass Cannabis gefährlicher ist als Alkohol. Barack Obama ist Politiker, der weiß genau, dass Cannabis ja wesentlich weniger gefährlich ist als Alkohol, hat es aber so ausgedrückt.
Immer wenn ich über Cannabis nachdenke, fällt mir dieses Bild vom amerikanischen Präsidenten Obama ein, der nach geltendem Recht in seiner Dienstvilla Cannabispflanzen ziehen darf oder sich in Washington kaufen könnte. Ich plädiere dafür, dass die deutsche Bundeskanzlerin ebenfalls dieses Recht besitzen sollte. Der Tag, an dem Angela Merkel und Barack Obama zusammen kiffen, wird ein freudiger Tag für die Welt sein. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich glaube, denen ist es völlig egal, was die Chemieindustrie angeht. Ich habe jetzt ja mit unheimlich vielen Leuten vom Fach geredet. Also die Leute, die vom Fach sind, glauben das also nicht. Ich selber auch nicht, und zwar aus folgenden Gründen. Und jetzt kommen wir gleich zum Kranken. Ich habe es extra nicht drauf. Ich finde es unerträglich, dass ältere Menschen, ja, nicht auf, allein was ich jetzt wieder auf der Lesung, da hätte ich eigentlich jeden Abend Schlafmittel. So von älteren Menschen, die Rheuma haben, die irgendwelche Krankheiten haben, die mich fragen, wie kriege ich Cannabis? Ja? Wie könnte ich Cannabis kriegen? Ich weiß, es könnte helfen. Und ich kann ihnen keine Antworten geben. Das finde ich unerträglich, während wir in Amerika, in weit der Hälfte aller Staaten und in Neuseeland, Kanada, Israel, ja, zumindest einen Zugang für Kranke haben. Das haben wir hier nicht. Und das finde ich nur unverschämt. Und jetzt zurück auf die Chemieindustrie. Die hätte einen Vorteil von der Legalität. Weil nun gibt es Leute, die sind in der Lage, wie unsere Oma, die ich vorhin geschildert habe, so Marihuana-Pflanzen wunderschön gedeihen zu lassen. Nun gibt es aber eine Menge Leute, die haben keinen grünen Daumen. Und es gibt auch eine Menge Leute, die haben keine Lust, ja, in so ein Cannabis-Kontrollgeschäft zu gehen. Die würden gerne ein spezielles, auf ihre Krankheit zugerichtetes Medikament haben. Und dafür könnte dann die Chemieindustrie tatsächlich Medikamente viel weiter ausbreiten auf Cannabisbasis. Und die könnten genau gucken, ist dieses Medikament für den Schmerzpatienten am besten. Oder der Rheumapatient braucht vielleicht noch die Cannabinoide. Da sind ja mehrere drin, da wissen das ja hunderte. Ja, und die könnten tolle Sachen machen. Und deswegen glaube ich, dass die Chemieindustrie eigentlich, wenn sie schlau ist, eine Lobby in den Deutschen Bundestag schicken müsste, die hier sagt, liebe Frau Morkler, ja, können wir das nicht doch legalisieren? Wir schaffen wunderbare Medikamente. Aber Frau Morkler hat Angst vor der Pflanze. Okay, das ist meine Denke dazu. Ich habe keinen Lobbyisten gesehen aus der Chemie. Das meinen alle Legalisierer, die sagen immer, und dann gibt es auch noch das Argument, die bayerische Bierindustrie. Ich glaube, denen ist es auch sowas von Schnurzscheißegal. Ja? Also, dass die eine Lobbyarbeit machen und da, wie manche denken, und das Frau Mortler, ich mag ja Frau Mortler gar nicht. Ja, so, das habe ich ja klar gemacht. Aber ich glaube nicht, dass Frau Mortler sich auf irgendeine Art von der Bierindustrie da in die richtige Reihe bringen lässt. Nein, die ist einfach nur ideologisch und kann nicht über den Tellerrand. Ja, und aber nicht, dass sie da, was weiß ich, die bayerische Bierindustrie sponsern will. Das ist so eine mehr, auch auf unserer Seite, der Legalisiererseite, gibt es so mehr Geschichten. Ja, sollte man auch vorsichtig mit umgehen. Immer sind die Brauereien schuld oder die Chemieindustrie. Nein, teilt nicht. Die stehen in den Startlöchern. Wie in vielen Ländern. Ich habe neulich eine Anfrage, wie auch Marokko. Ich habe neulich eine Anfrage bekommen, weil ich möglicherweise nach Marokko fliege, um da vor Ort eine Rede zu halten. Wohin geht das? Ja?
Marokko größter Importeur, Exporteur von Cannabis. Die warten auf den deutschen Markt. Die warten auf den französischen Markt. Ja, und die Chemieindustrie, ja, die warten darauf, dass sie viel, viel mehr Medikamente verkaufen können. Die warten darauf, dass sie Medizinalhanf verkaufen können. Völlig gutes Medizinalhanf, wo drauf steht, was es ist und so weiter. Ja, also ich, bei mir würden garantiert auch alle Pflanzen sofort eingehen, weil ich die zu Hause bin. Ja, also, das zu dieser... Ich kann nur noch eins kurz, also ich kann mich noch an die, also ich kann mich noch erinnern, als die Heidi Simonis in Schleswig-Holstein versucht haben wollte, die Abgabe ja noch gegen, das ist ja dann gescheitert ist, sagt das Bundesamt. Und da haben zum Beispiel gerade, da hat die Apotheker gemeint, die Apothekergenossenschaft, die Gemeinschaft der Apotheker, hat da fürchterlich aufgeschrieben. Richtig. Sodom und Gomorra, wir müssen die Leute gesund machen und nicht süchtig. Ja, weil sie noch nicht so weit waren damals. Ja. Aber ich meine, wenn Sie mich jetzt fragen, gehört das in Apotheken? Meine ich auch nicht. Nee, ich auch nicht. Weil es ist euer Apotheken, da geht man rein, wenn man krank ist, Husten hat und so weiter. Weil die meisten gehen ja nicht rein, weil sie krank sind, Husten haben, sondern sie wollen einen mehr. Sie wollen einen mehr haben. Da die Sachen, die es dann in der Apotheke zu kaufen gibt, ja, das sind Mittel, die auf Cannabis-Basis dann entsponnen. Aber das reine Cannabis, also für das Verhalten, also ich möchte gerne mal dran ziehen und ich möchte gerne heute Abend einen anderen Rausch erleben als Alkohol, das gehört meines Erachtens nach nicht in die Apotheke, aber man kann darüber streiten. Es geht ja in unserer Gesellschaft erstmal darum, um das Ob. Wollen wir einen anderen Umgang? Wollen wir Freiheitsrechte einführen? Wollen wir aufhören mit der Kriminalisierung von harmlosen Bürgern? Und wenn wir dieses Ob schon haben, und im Moment steht es wird täglich besser. Wir waren vor einem halben Jahr bei 30% Zustimmung. Wir sind jetzt bei 43% Zustimmung für eine Legalisierung. Ja, letzte Woche hat der Amtsverband eine solche Umfrage bei DINA gemacht. 43%. In Berlin sind 56% aller Gefragten mittlerweile für eine Legalisierung. Es geht täglich hoch. Aber das kann auch plötzlich wieder in die andere Richtung gehen. Sie brauchen nur, wie letztes Jahr, die Universität Düsseldorf vermeldet 2 Cannabis-Tote. Das geht durchs Internet ruckzuck wie die Feuerwehr. Diese 2 Toten sind keine Cannabis-Toten. Die hatten Herzprobleme und sind aufgrund ihrer Herzprobleme gestorben und haben auch Cannabis geraucht. Ja? Aber wenn man das schön ausschlachtet, ja? Oder sie packen in jede Sendung oder jede Zeitung, das ärgert mich ja auch, da wird über Cannabis berichtet und es kommen Bilder von jungen Leuten, mit Crystal Meth. Ja, das machen Journalisten, aber Journalisten sind im Moment besser. Die sind besser geworden, ja, aber noch nicht alle. Aber wenn der Trend wieder in die andere Richtung geht, das kann ganz schnell wieder. Oder man denkt sich irgendwas anderes aus. Ich bin ja 40 Jahre dabei. Also, ursprünglich war es immer nur die Einstiegsdroge, seit 12 Jahren kommt die Psychosennummer dazu und schließlich, im Moment kommt die Nummer dazu, beschreibe ich auch in meinem Buch, THC, da ist ja mittlerweile, weil das sind ja so harte Sachen, das ist Unsinn. Als ich 18 war, gab es Cannabisöle, ja, die hatten Wirkstoffgehalte von 25-30%, davon hat man eben ein bisschen weniger genommen. So einfach, weil wir wussten, das ist ganz heftig, da nimmt man weniger. Und selbst wenn wir zu viel genommen hätten, dann wäre auch nicht viel passiert, außer dass wir 3 Stunden gepennt hätten. Oder gekotzt. Also wir haben ja damals mal an der holländischen Grenze den Ameisenverkehr gemacht. Ich weiß nicht, ob man das weiß. Damals gab es noch Grenzen für die jungen Leute unter uns. Die kommen ja jetzt auch bald wieder. Okay. Und diese Grenzen, in Holland gab es überall Cannabis. In Meppen, meiner Heimatstadt, nicht. Also sind junge Leute über die Grenze gefahren, haben sich irgendwie 8 Gramm gekauft. 8 Gramm mit 5 Leuten im Fahrzeug. 4 davon, mit Ausnahme des Fahrers, haben 2 Gramm in den Mund versteckt. Dann hat der Fahrzeugführer mit den Zöllnern geredet. Die anderen haben kichernd da gesessen. Ja? Und im Zweifel, wenn sie dann kontrolliert wurden, haben sie es runtergeschluckt. Und dann lagen die ein paar Stunden, ja, dann wurden sie nach Hause gefahren und konnten den Arsch nicht mehr hoch. Aber vergiftet ist kein. Boah, geht nämlich gar nicht. Toxikologisch gar nicht möglich. Okay, weitere Fragen? Darf ich? Darf
Also, okay, machen wir es zuerst. Sie machen schneller. Ich würde aber konkreten, also ich war bis 3 Minuten Zeit bekommen. Nein, nein, nein. War keine Co-Referat. Keine Co-Referat. Fragen. Fragen. Keine Co-Referat. Ich möchte nochmal den Blick richten überhaupt auf unsere abhängige Gesellschaft. Ich habe gerade letzte Woche, nein, am 19.11. einen Bericht im SWR2-Hörfunkprogramm gehört, Baden-Württemberg, Sucht auf Rezept. Die Verordnungen von Diazepin ist im Vormarsch. Es werden jährlich 20 Millionen Packungen verordnet und das sind nur die Privatrezepte, nur die Kassenrezepte und davon und die Privatrezepte machen mehr als 60% aus. Ja, ja. Das ist überhaupt nicht erwacht. Es ist ein Markt, der vollkommen unüberwacht ist. Und diese alleine von dieser Verordnung gibt jährlich 14 Milliarden Euro Folgeschäden. Ja, wer bezahlt das? Da regen sich ja noch mehr auf als ich. Wer bezahlt das? Ist ja wunderbar. Nein, ich greife die mal auf. Das ist natürlich, wenn man Drogenbeauftragte ist, ja, und man schreibt so in seine Jahressuchtberichte, mal eben lapidar, 2,5 Millionen Medikamentenabhängige in der Bundesrepublik Deutschland. Wo steht Frau Mortler, ja, und sagt, wir müssen hier Medikamentenabhängigkeit bekämpfen? Da steht drin, 700.000 junge Menschen, Kinder und Jugendliche ab frühester Kindheit kriegen Ritalin, Concerta, Medikimet. 700.000 und man weiß, dass vielleicht 10% von denen es verdienen. Aber die anderen werden frühzeitig in die Sucht geführt. Und das ist die Einstiegsdroge in diesem Land. Aber da guckt keiner hin. Das ist nur Unfall. Diese Jungs später, ich habe ganz viele, ja, die gehen dann irgendwann freiwillig auf Haschisch über. Vorher haben die härteste Droge bekommen, dann nehmen die Haschisch und jetzt werden sie dafür von Jugendlichen erzählt. Und da frage ich mich, was das soll. Diese Sendung kann man übrigens vom Nachhören im Internet und ist höchst interessant und zeigt auch auf, dass die Ärzte vollkommen uninformiert sind. Ja, selber verordnen. Ja, verordnen, ja. Verordnen. Du kannst alles kriegen, alles in unserer Gesellschaft, nur Cannabis. Die Menschen, die Cannabis wollen, sind die Leute, die man irgendwie, dass wir sind die Minderheit, ja. Irgendeine Minderheit braucht jeder Staat und Cannabis ist eben. Aber kurz ein Einwurf dazu. Ich persönlich bin ja auch, ich bin chronischer Schmerzpatient, habe zu Hause ganz schwere Schmerzmedikamente, die mit extremsten Nebenwirkungen sind. Das geht bis zum Umfallen unkontrolliert und alles Mögliche. Wenn ich kiffe, brauche ich die Medikamente fast nicht mehr. Ja, und das tut mir gut und ich lebe damit besser als mit diesem Drecksfahrzeug. Haben Sie eine Sondererlaubnis? Ich nehme an, nicht. Naja, schon, aber kriege ich nicht, bin ich austherapiert. Sie sind nicht, weil die Strafgerichte sprechen mittlerweile, einige kenne ich, die sprechen in diesen Fällen sogar frei. Und zwar begründet man das mit einem sogenannten übergesetzlichen Notstand. Ah, ja. Das heißt, der Gesetzgeber reagiert nicht auf Kranke und der Kranke selber kriegt es nicht, Medizinalwerk kann es nicht bezahlen. So auch Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts bzw. Verwaltungsgerichte. Und dann sagen die Strafgerichte, ja, was sollen die denn sonst machen? Also sie hätten eine gute Chance auf Freispruch jedenfalls. Oder wir können mal sicher sein. Die Dame da vorne. Ja, wobei ich also, wir machen Sie das. Ich mache zuerst und dann kommen Sie. Ja. Sie hat sich gemeldet, genau. Ich würde gerne wissen, welches Verfahren wäre denn in Deutschland notwendig, um wissenschaftlich zu bestätigen, dass Cannabisöl zum Beispiel Krebs heilt? Wir sind bei der Krebsforschung in Deutschland noch gar nicht ganz am Anfang. Also wir sind ganz, wir müssen aber mehr Forschung machen da in dem Bereich. In anderen Ländern wird da viel, viel mehr Forschung betrieben. Es geht auch nicht um Heilen in erster Linie. Cannabis wird nicht, es gibt so Studien, ich habe sie auch gesehen, wo man Krebszellen durch Cannabis beseitigt werden. Ja? Das sind erste Studien weltweit, aber ich glaube nicht, dass Cannabis ein Allheilmittel für Krebs ist. Aber ich glaube, dass Cannabis bei Krebspatienten helfen könnte im Einzelfall, ja, auf bestimmte Krebse wirken kann. Und wenn einfach nur der Krebspatient sich aufgrund von Cannabiseinnahme wohler fühlt, dann ist das auch schon was.
ist richtig. Dann ist das was. Also ich kenne viele Leute, bei mir wird ja viel so rangetragen. Ich kenne Leute, die ihren kranken Eltern Cannabis-Kekse backen. Das dürfen die nicht. Das dürfen die nicht, das machen die auch in Absprache mit den Eltern, weil es ihnen besser geht. Aber dafür brauchen wir Cannabis als Medizin möglichst schnell freigegeben. Möglichst schnell. Und zwar Medizin, reines Cannabis, wo die Leute selber entscheiden dürfen, ob ihnen das hilft oder nicht. Wenn es ihnen nicht hilft, wie meinetwegen anderes Medikament, dann setzen sie es auch ab. Und das brauchen wir. Und dann muss es durch die Krankenkassen bezahlen. Das Verwaltungsgericht Köln, ja, letztes Jahr in mehreren Urteilen hat gesagt, das geht doch nicht. Wie ihr könnt, ihr gebt den Leuten Sondergenehmigung, dann dürft ihr Medizin Cannabis als Medizin einführen über die Apotheke. Aber das sind kranke Menschen, die brauchen 500 bis 800 Euro. Das können die nicht bezahlen. Also müssen die das Recht bekommen, ihre Pflanzen selber anzubauen. So ist die Argumentation der Verwaltungsgerichte in Deutschland und das wird höchstrichterliche Rechtsprechung geben im nächsten Jahr. Deswegen versucht Frau Mortler im Moment, sich so ein Feigenblatt zu geben und erzählt, wir hätten was für Kranken. Nichts. Das ist der Skandal. Okay? Vielleicht nochmal anders. Also Sie sagen jetzt eigentlich, dass es zuerst legalisiert werden muss, bevor es als Medizin genutzt werden kann. Und meine Frage ist eigentlich, ob es auch einen Umweg geben könnte, dass es zuerst wissenschaftlich bestätigt wird und aufgrund dessen wird es dann... Sie finden ja nie eine richtige wissenschaftliche Bestätigung. Die werden Sie so nicht finden. Der Mensch ist individuell. Man weiß aber, dass Hunderttausende von Menschen davon profitieren können. Das weiß man. Und wenn nur 100.000 Menschen sagen, mir geht es subjektiv besser, dann finde ich, ist das Beweis genug. Verstehen Sie? Wie lange wollen Sie denn noch wissenschaftlich? Vor 2000 Jahren in China haben die Doktoren, ich weiß nicht, wie die damals hießen, ja, ihre Patienten unter anderem mit Cannabis geheilt. Oder sie haben das Leben verbessert. Mir reicht ja schon eine Verbesserung des Lebens. Entschuldigen Sie, das ist im Übrigen 4700 Jahre her. Ach, noch länger, Entschuldigung, habe ich nicht richtig recherchiert. Vor 3000 Jahren gab es das in Indien. Wissen Sie, das ist doch alles Quatsch, was wir hier machen. Also jeden Abend gehe ich ins Bett und denke, was ist das hier eigentlich für ein Quatsch, an dem ich hier teilnehme. Mein Opa, meine Großeltern, die hatten Cannabis auf den Feldern stehen als Hanf und ab und zu sind die hingegangen oder auch öfter. Und wenn die ihren 14-Stunden-Tag hatten, ja, dann haben die so ein bisschen Cannabis mitgenommen oder Hanf mitgenommen, dann haben die das auch getrocknet und die Jungen haben das auch manchmal geraucht und dann hat man das in die Pfeife gestopft und dann war der Abend ein bisschen gerettet und sie hatten ja auch noch kein Fernsehen, dann haben sie schön eingeschlafen, waren beruhigt und das nannte man Knaster. Und warum Knaster? Weiß das jemand? Also ich bin ja schon wieder am Dozieren, wie in der Schule beim Rechtskunde, ja, weil die Samen beim Anzünden so knistern. Das ist der Hintergrund. Ja, deswegen nannte man das Knast. Und das gab es eigentlich immer schon. Und wir haben jetzt eine Politik, die ausgeht von Ägypten, ich beschreibe das von Amerika, die dann irgendwann gesagt haben, das ist das böseste Gift der Welt. Und da kämpfen wir jetzt immer noch seit Generationen an dieser Meer. Und es wird noch weitergehen. Und ich verstehe es nicht, diese Kriminalisierung. Also Fragen noch her da hinten? Ja, ich danke Ihnen. Die Dame hier war es. Sie müssen ja auch. Sie kommt danach gleich. Sie müssen fragen, wie ist das, wenn ich jetzt als Patient, ja, zum Arzt gehe, was ich auch gemacht habe, und gefragt habe, wenn ich das gewissen. Dann kriegen wir es bezahlt. MS wird von den Krankenkassen bezahlt. Also das heißt, ich könnte morgen zum Arzt und... Sie kriegen aber nicht ohne weiteres Cannabis pur. Also Cannabis-Medizinal kriegen sie nicht. Sie kriegen Dronabinol. Oder Sativex. In jedem Fall Sativex. So, dann müssen sie quasi klar machen als nächstes, dass dieses Medikament Ihnen persönlich absolut nicht hilft. Ihnen hilft Marihuana.
dann müssen wir eine Sondergenehmigung beantragen. Die haben zum Stand vor, ich glaube, es war Mitte Mai, hatten 472 Patienten in der Bundesrepublik eine Sondergenehmigung. Und dann haben sie ja. Und die waren austherapiert, ne? Die waren absolut austherapiert, ja, und das sind die Leute, die vor den Vergewaltungsgerichten klagen. Ich finde, das ist eben ein Skandal, weil die haben MS und dürfen ein Mittel, wo sie sicher sind, das nicht nehmen. Und das, also ich bin jetzt auch, ich freue mich, wenn ich morgen am Sonntag wieder in mein Büro gehen kann und diese ganzen Tragödien nicht mehr hören muss. Ja, also ich freue mich wirklich, weil ich finde, das sind Tragödien. Tragödien. Und das Problem ist, wir haben ganz, ganz viele, aber wir sind auch nicht, oder die Leute, wir sind nicht aktiv genug. Wir sind, die Cannabis-Bewegung ist einfach lahmarschig, ja. Also wenn wir nicht heute hier, die hätten noch viel, viel mehr kommen müssen, ja. Nur dass in die Presse sagt, hier die 350 Leute, alle wollen Cannabis-Medizin, ja. Also auf den Hanf-Demos, ja. 200 Leute, ich werde jetzt in Bremen sein, ich will, das ist in Norddeutschlands größte Hanf-Demo. Ich habe vor einem Jahr in München gesessen, bin ich von Stuttgart nach München gefahren, 600 Kilometer, ja, um eine fünfminütige Rede zu halten. Und da waren 100 Leute. Also, wo sie am meisten verfolgt werden. Diese Menschen fangen immer erst an aufzuwachen, wenn sie entweder selber krank werden, ja, verfolgt werden und so weiter. Solange gehen sie mit Frau Mortler, ja, also, und die ganzen kleinen Dealer. Wenn wir eine Abstimmung machen würden unter den Dealern in den ganzen, in der Bundesrepublik Deutschland, das sind die, die zu Hause sitzen und die Pieße so verteilen an die Altdealer, an die Altkiffer und so weiter, da eine Abstimmung, seid ihr für Legalisierung? Sofort nein! Also, da ist in Meppen, da habe ich eine Lesegehalt von 200 Leuten, ja, und ich wusste genau, da sitzen noch ein paar Altdealer da drunter. Ne? Also, die hätten mich am liebsten genauso mit Frau Walker zusammen, so, Müller, du gehörst weg. Dann machst du unsere Geschäfte. Ja, das ist ja auch wichtig, verdient ihr ein Taschengeld zurecht, würde ich einfach mal so sagen. Da gehen viele Kranke, das ist eine Tragik, da gehen viele Kranke hin. Die müssen da hin. Sie müssen einfach da hin. Und das ist eine Unverschämtheit. Aber viele haben auch einfach Angst, sich zu outen. Die gibt es natürlich auch, sind auch sehr viele. Deswegen stelle ich jetzt, ich könnte jetzt über diese anderthalb Wochen, die ich unterwegs bin, schon wieder ein Buch schreiben, wie viele Menschen Angst haben. Wenn ich eine gute Idee. Und die nächste Frage war hier. Eher eine Anmerkung auf eine Frage, weil Sie auch mal den Begriff Marihuana verwenden. Ich finde den Begriff Marihuana eher ungeeignet, weil er ein Prohibitionsbegriff ist, der in den USA entstanden ist und eben als Propagandabegriff genutzt wurde, um die Pflanzen überhaupt zu verfolgen. Von Angstgegner. Jetzt können, wenn wir jetzt noch anfangen, eine Begriffsdefinition zu machen, dann kommen wir mit dem Thema überhaupt nicht voran. Wenn wir jetzt innerhalb der Legalisierungsbewegung darüber streiten, ob wir Marihuana einen anders benennen, also Gras oder sonst was, wir brauchen diese gesamte Kraft der Legalisierungsbewegung ist noch viel zu gering. Ja, da muss noch viel, und da können wir uns nicht noch, da haben Sie vielleicht recht, ja? Aber das ist jetzt nicht das Thema. Das Thema ist, dass massenweise auf die Straße gehen. Ja, in Berlin waren mal vor 12 Jahren, habe mich so gefreut, 30.000 Leute auf der Straße. Und dann kam der Rollback, ja, Spiegel und so weiter. Da waren 30.000 Leute, die für Cannabis. Heutzutage trauen sich manche nicht mehr dahin, weil sie Angst haben um ihre Führerschein. Ja, weil sie Angst haben um ihre Jobs. Ich habe vom Hanfverband, ich habe jetzt keine mehr, Broschüren verteilt. Dann ich bin selber Mitglied da. Dann haben die gesagt, ja, ich bin Erzieher. Und nachher kommt die Staatsanwaltschaft und beschlagnahmt alles. Und wer beim Hanfverband ist, muss ja kiffen. So, und deswegen hat man Angst. Das ist eine Angst, die gar nicht. Doch, ich verstehe die Angst. Ja, aber das ist eine Angst, die nicht sein muss. Und deswegen kann ich auch allen nur sagen, eintreten in Verbänden, wie es da geht. Es wird gerade am 16. Lieb gegründet im Deutschen Bundestag. Mit Bundestagsabgeordneten, ehemaligen Polizeipräsidenten, Richter aus dem Verwaltungsgericht, hohe Richter, ehemalige BGH-Richter. Ja, ich glaube, ich bin einer der einzigen Amtierenden. Weil wenn man amtierend ist, muss man sich zurückhalten. Ich habe mir das Enfant terrible Dasein irgendwie erarbeitet. Ja, aber das wird gegründet und jeder, der irgendwie
die Sache weiterentwickeln will. Ob, weil er krank ist, weil er einfach nur kiffen will, weil er die Jugend schützen will oder sonst was, der muss in Vereinigung gehen. Und wenn er nur 20 Euro im Jahr bezahlt, ja, sonst werden wir keine Chance haben. Die Leute beim Hammverband sind 4 Leute, 5. Georg Wurth hat mal 1 Million gewonnen bei Schlag den Rat. Die ganze Kohle wird ausgegeben, ja, für Medienarbeit. Die selber verdienen so wenig, dass ich da nicht arbeiten würde. Aber da ist jeder auf irgendeine Art, der für eine Legalisierung ist, aufgerufen, auch seinen kleinen Beitrag dazu leisten, wenn es nur ein Mitgliedsbeitrag von 50 Euro ist. Und zu einer Hanfdemo zu gehen. In Bremen gehe ich ja mit der halben liberalen Gesellschaft. Das sind alles 65- bis 70-Jährige. Und die haben mir versprochen, ja, haben die, ich habe es auch aufgenommen, ja, haben auch Herr Lahmann, Rigorne, ganz alter FDPler, ja, wenn Herr Müller zur Hanfdemo im Mai kommt, nach Bremen, gehen die alle mit, die alten Damen, und die sind gut gekleidet und die haben Schlips und Kragen, ja, und die nimmt man auch ernst. Und solche Leute brauchen wir auch. Also nochmal mal ein Appell, sollten Sie für Legalisierung sein, sollten Sie denken, ich brauche es vielleicht irgendwann selber oder ich möchte es denn haben, dann tun Sie was, aber Sie haben ja schon was getan, indem Sie heute Abend gekommen sind. Sie dürfen wieder in der nächsten Frage. Ich habe noch 3 Wortmeldungen, die Dame in der Vorlesung, der Herr hinter ihr und Sie, und danach würde ich es auch damit bewenden lassen, damit Herr Müller... Nein, jetzt ist Steuern auf dem das ist ja wohl Schwachsinn, ich bleibe auch hier, kann auch morgen in Steuern. Aber dann bestellen Sie sich nicht bei mir, das kann Steuern. Nein, ich kann auch morgen die Steuern kaufen. Ich habe es im Kopf, die Dame. Ich nachschicken. Meine Süße. Aufgenommen, beziehungsweise auch, warum wird untergraben, dass eigentlich viel gemacht wird? Das stimmt so nicht. Nach meinem dafür halten die Medien, dafür, dass wir noch eine. Mein Buch ist zum Beispiel in der Flüchtlingsgeschichte ein bisschen hängen geblieben, muss ich so sagen. Aber insgesamt, wenn man die Medien betrachtet, haben die dieses Thema sehr wohl auf dem Schirm. Allesamt. Von der Wirtschaftszeitung. Die Zeit, die Süddeutsche, hier haben wir auch eine Vertreterin des hiesigen Blattes, Nürnberger Nachrichten. Die Medien sind da, aber die können auch nicht jede Woche dieses Thema beackern. Und Sie müssen auch sehen, wenn Sie mal mittlerweile die Multiplikatoren sehen, in den Vorabendprogrammen haben Sie manchmal schon so Sendungen, da ist die tolle Anwältin, ja, und die tolle Anwältin haut jetzt den Kranken raus. Das sind alles Geschichten, da ist was. Wir haben einen Stimmungswechsel, auch bei den Medien. Aber mir tut es auch leid, dass nicht über jede meiner Veranstaltung berichtet wird. Obwohl fast von 8 Veranstaltungen habe ich in den örtlichen Medien 6 Mal gekriegt. Aber diese 2, weil das sind ja auch gut. Ich bin ja jemand, das sind Multipliker. Wir sollten nicht auf die Medien rumhacken. Nachher denken die alle noch, ja, die Kiffer hacken alle auf die Medien. Wir brauchen die Medien. Auch wenn wir manchmal viel mehr Berichte haben. Und noch eine weitere Frage. Und zwar, wir sind ja jetzt auch als CSD-Verband hier. Ja. Und wir haben natürlich auch andere Mitglieder, die es heute nicht hierher geschafft haben. Ob das vielleicht möglich ist, uns auch mal in der Kofferverdeck besuchen zu können, um auch da das Gebiet dann vorstellen. Das Buch kennen alle und ich kriege tatsächlich auch ein paar Mark für die Geschichten, die ich hier so mache. Das meiste nimmt denn der Staat gleich wieder weg mit fast 50%. Aber ich gebe meinen ganzen Urlaub dafür aus. Ja, ich habe jetzt heute in Bremen zugesagt und ich habe mit den Bremer Jungs ausgemacht, das soll die größte Hanfdemo in Bremen werden. Aber ich kann beim besten Willen nicht überall sein, schreiben Sie mich an, wenn ich zufällig hier in der Ecke bin. Ja, also das Lustigste war letztes Jahr, da habe ich in Bremen Legalisierungszettel verteilt und wir hatten mich abends vorher eingeladen, ja, und die Reisekosten bezahlt. Haha, die CDU. Das ging damals doch. Ja, und dann haben die sich geärgert, weil damals war ich ja noch der harte Richter. Ja, da brauchte man irgendwie, und dann hat die CDU die Reisekosten bezahlt, ich bin mit dem Hanfverband schön auf den Marktplatz gegangen. Ja, also das sind dann so Mischgeschichten, ja. Also die einen zahlen nichts, die anderen, da gehe ich mal eben so vorbei und dann wird das so gemacht. Also nächstes Jahr gucken Sie mal, wo ich bin, ja.
bei Herder finden Sie das Autorentreffen und wenn man das irgendwo einbauen kann, dann kann ich auch vorbeikommen. Wer ist auf jeden Fall? Verstehen Sie? Ja? Ich kann Ihnen auch nachher meine Handynummer geben, dann macht mir gar nichts. Wollen Sie nicht noch bei der Hanfparade in Berlin? Habe ich schon mal 2002, das macht Geier. Ich glaube, Geier mag mich nicht so gerne. Ja, also normalerweise müsste er mich ja einladen, aber Geier mag aus irgendwelchen Gründen nicht. Ja, der Geier, das ist so eine ganz andere Frage. Das hat mich befriedigt und durchgesetzt. Aber ich weiß es nicht. Geier. Ich habe auch zwei Probleme mit dem. Ja, weil ich muss da jetzt nicht hin. Ich wollte mit. Mensch, Christian Ströbele habe ich ja 2002 schon geredet. Und 2000, es war auch ein bisschen gekloppt. Es war so ähnlich wie vorhin hier. Ja, hatte ich auch gar keinen Bock drauf. Ich komme da als Legalisierer an, ja, habe gerade das Bundesverfassungsgericht angerufen, habe irgendwie 3 Monate lang jede Stunde extra an einer Vorlage geschrieben. Dann gehe ich auf dieser Hanf und dann werde ich vorgestellt als Richter. Und was kriege ich? Sofort Buhruf. Weil ich irgendwie so ein Büttel des Staates bin. Ja? Und das ist ja so abstrus, deswegen habe ich vorhin so ein bisschen reagiert. Also ich kämpfe ja, ich habe ja auch, hau ja auch viel Kraft da rein und bin ja jetzt auch eine Art schon Galionsfigur. Ne? Und sitze da auch ab und zu in Talks, wenn ich vom Mortler immer kommen will. Schreiben Sie doch einfach, Herr Müller möchte gerne mit Frau Mord. Die benennen es. Das war sehr zweideutig. Nein. Das mag so ein Wörter, das mag kein Zweifel. Bitte. Erstmal vielen Dank für Ihr Buch. Allein deswegen, dass ich jetzt die Diskussion auch mit Leuten führen kann, wo ich weiß, die haben eine andere Meinung zur Legalisierung, wo man es vorher sich nur mit Leuten diskutiert hatte, wo man wusste, die sind auch dafür. Das nur vielen Dank dafür. Und meine Frage wurde eigentlich schon so ein bisschen beantwortet, denn ich finde die Diskussion selber, die gibt es schon so lange und irgendwie es funktioniert nicht, darüber zu reden. Was ist Ihr Vorschlag, was man tun kann? Handverbände haben Sie schon genannt. Was kann man noch tun, um da irgendwie noch mehr... Mit den Menschen tatsächlich reden, die noch unten... Und wir, also ich sage auch manchmal auch im, zum Beispiel der Mama mal mein Buch zu schreiben, von einem Richter geschrieben, ja, sowas, also das kann man auch machen. Dafür habe ich, das Buch ist nicht geschrieben für, die haben Freunde, die da steht sowieso, die meisten von euch wissen, wie das steht. Das ist geschrieben für Menschen, die noch unentschieden sind, zum Beispiel. Dann tatsächlich Aktion. Ja, Aktion, 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 hilft alle nichts. Das ist noch ein langer, langer Weg und ich prognostiziere 2019, wenn die politische Großwetterlage gut steht, vielleicht wenn die FDP mit den Grünen und der SPD zusammen regiert. Ja, was? So spät? 3 Jahre. Das geht ja Mensch, junge Dame, dann gibt es natürlich Aktionisten. Leute, meinetwegen, die krank sind, die sagen, ich kiff einfach, dann sperrt mich doch ein. Wenn die keinen Job zu verlieren haben, wenn ich MS hatte, ja. Ja, früher, es gab immer wieder so Aktionen, ja, 100.000 Selbstanzeigen in der Bundesrepublik Deutschland. Das sollte man im Moment nicht machen, wegen dieser Straßenverkehrsgeschichte. Ja, so, aber es gab so Aktionen wie Kim will kiffen. Ja, ich weiß nicht, ob das noch, ich verfolge das ja seit 30 Jahren. Ja, Kim will kiffen oder Kranke, ich finde die Kranken, also sowas wie Sie, ja, gut aussehende MS. Ja, und die tritt nach vorne und sagt, ich kiffe, weil es mir gut tut. Ja. Gut, aber dann müssen Sie erstmal sagen, ja, dass, also ich in meinem Buch schreibe ich eine Frau, die hat das Bundesverdienstkreuz gekriegt, dafür, dass sie, aus, ich glaube Thüringen, ja, dass sie jahrelang dafür gekämpft hat, dass es überhaupt mal in die Köpfe kommt, dass Cannabis auch gut sein kann. Ja? Und dann hat Frau Morte auf der anderen Seite auch das Bundesverdienstkreuz bekommen. Und ich habe da in meinem Buch geschrieben, das gehört ihr aberkannt. Ja, weil sie nämlich die Kranken wie Sie alleine lässt.
Allein. Und die haben nämlich eine Verantwortung, auch Drogenpolitiker, Gesundheitspolitiker haben, und so wortwörtlich Verwaltungsgerichtsentscheidungen, eine Verantwortung aus dem Grundgesetz für kranke Menschen, denen ihr Heilmittel zu geben. Und der Verantwortung kommen sie einfach nicht nach. Und dann, wenn ich schlau wäre und Frau Mortler wäre, dann würde ich jetzt sofort alles dafür tun, ja, dass Kranke so schnell wie möglich und nicht nur ein paar mit hohen Auflagen, so wird es nämlich kommen, dann wird die sagen, Abgabe für Kranke. Und dann haben sie erstmal austherapiert zu sein, drei Ärzte besucht zu haben und so weiter. Bleibt das so? Ich weiß es nicht. Mensch, ich weiß, ich bin noch nicht Gott. Und König von Deutschland auch nicht, obwohl ich die ganze Zeit Rio Reiser höre, wenn ich durch die Gegend fahre. Ja. Aber ich kann ja auch nicht mehr machen, als irgendwie immer darauf irgendwie Werbung zu machen. Das können wir alle auf irgendeine Art, wie ihr hier, darf ihr sagen. Ja, also ihr macht auch eine Arbeit. Ja, ihr macht auch eine Arbeit. Lokale Arbeit ist unheimlich wichtig. Ja, und wenn ihr mit, und ihr solltet auch den CDU und Rat einladen, ja, auch die müssen wir kriegen. Wir können nicht einfach sagen, wir können nicht einfach hingehen und sagen, alle, die das vertreten, sind doof. Die sind ja teilweise einfach auch eben nicht vernünftig informiert. Uninformiert. Bitte? Uninformiert. Uninformiert. Ja, und da muss man hin, und ich habe jetzt neulich die finde ich immer noch doof. Der habe ich mal ein Buch geschickt, der Landesschulbeiräte. Weil die immer in irgendeine Talk in Berlin gegen mich gewettert hatte. Aber auch mit genau diesen zwei Argumenten, Einstiegsdroge und so weiter. Naja, okay. Sie haben noch eine Frage. Ja, genau. Sie hatten schon einmal kurz die Reis erwähnt. Ja. Und da habe ich eine Frage zu einer Pflanze, die heißt Ibogain. Afrika und sie hat das Potenzial, in ganz kurzer Zeit alle Suchterkrankungen zu heilen. Wissen Sie, ob diese Substanz auch verboten werden soll? Keine Ahnung, kann ich Sie. Vielleicht da hinten, Fachmann. Ist schon verboten. Okay, also habe ich keine Ahnung. Bin auch nicht omnipotent. Also ist schön, das ist eine Pflanze, die Suchterkrankungen heilen soll. Also die würde, wenn ich die nehme, würde ich kein Nikotin mehr nehmen. Wo gibt's die? Also, können Sie mir das selber aufschreiben, wie die heißt? Das wäre ja mal nicht, weil ich darauf klagen, dass ich gegen meine Nikotin so dieses Zeug nehme. Aber macht die denn alle Suchterkrankungen weg? Also ein bisschen saufen. Eifersucht nicht. Eifersucht nicht. Also ein bisschen saufen will ich ja dann nachher. Also die kann man auch gezielt gegen Nikotin einsetzen. Das ist ja alles zwei Tagen. Das ist. Aber dann geben wir doch jedem dieses Medikament. Ja, genau, das ist genau die Cannabis-Suchterkrankung. Aber dann wird die Welt ja auch ziemlich langweilig. Das möchte ich auch nicht. Vielleicht ich möchte die Welt auch nicht so langweilig haben, wie es gerade noch jetzt ist. Ja. Das halte ich für ein exzellentes Schlusswort. Das war schon der Schlusswort. Ja gut, ich würde damit nämlich den offiziellen Teil nennen. Also, wenn Sie noch ein Dichtwerk haben, dann können wir auch mal diskutieren. Ja, das muss jetzt aber... Ach ja, ich hätte mal schon ein bisschen... Und auch von meiner Seite vielen Dank von unseren beiden Schulen, dass Sie heute Abend hier... Du hast es schon, ja, doch schon.